Es ist der 13. Februar 2020, einen Tag vor dem großen Rote-Rosentag, morgen ist ja Valentinstag, sind wir im Sendegarten zusammengekommen. Ich sehe allerdings weit und breit keine roten Rosen, aber Menschen, die so rot sind, wie die Rosen sein könnten, leuchten mir entgegen und ich sage schönen guten Abend, liebe Claudia. Hallo. Und ich sage schönen guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So, das sind jetzt die Rosen aus dem Sendegarten. Und zum Besuch ist noch eine weitere Rose dazugekommen, nämlich der Kai. Hallo Kai. Hallo Martin. Und hallo Claudia und Sebastian. Hallo. Hallo. Gerade nochmal gerettet. Die sind auch da, genau. Aufmerksame Hörer da. Werden sagen, wo ist der Lars? Der ist heute nicht da. Lars ist mal heute nicht da. Wir wünschen von dieser Stelle hier alle schönen Grüße. Wir senden von, oh Gott, es geht schon wieder genauso weiter, wie es das letzte Mal aufgehört hat. Also, herzliche Grüße an Lars von dieser Stelle. Hi, lass es dir gut gehen, da wo du bist. Und ja, wer vielleicht den Kai, die Stimme vom Kai jetzt nicht so erkannt hat, kennt vielleicht möglicherweise den Hobbykoch-Podcast, wo gekocht wird im Podcast. Das ist der Kai. Ja, klingelt es bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen? Soll ja auch Frauen geben, die gerne mal kochen. Okay, also der Kai wird uns nachher ein bisschen auf der Gartenbank erzählen, wie er dann da in seinem Kräutergarten eigentlich so mit dem Podcast, mit der Podcast-Idee umgeht. Er hat ja im Prinzip das Hobby Kochen zum Hobby Podcasten gemacht, also das Hobby zum Hobby gemacht. Das ist eine sehr interessante Variante, denn normalerweise machen Menschen ihr Hobby zum Beruf oder ihr Beruf zum Hobby. Gerade wenn sie in Rente gehen und er hat das Hobby zum Hobby gemacht. Das wird er uns gleich erklären. Aber vorher gucken wir noch kurz in die neue Ernte. Was hat es denn da gegeben? Okay, wir haben zusammengetragen 1, 2, 3 Hinweise. Einer zur Ausgabe 93 und 2 zur Ausgabe 94 und dann gibt es da noch ein extra. Der Max Snyder hat geschrieben zu dem, was ich gesagt hatte über Apple-Werbung, dass Apple jetzt neuerdings auch die Sicherheitsaspekte ihrer Produkte bewirbt und mit der Privatsphäre Werbung macht. Das hatte ich noch nie gesehen, das war mir neu. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen Kommentar im Chat zur Sendung, dass das durchaus schon häufiger gewesen ist, nur in meinen Augen nicht gesehen. Da schreibt uns der Mac Schneider, Apple wirbt schon länger für sich mit Privacy auf dem iPhone. Direkte Werbespots gab es noch nicht, soweit ich weiß. Oft sagen sie auch, dass sie gar nicht erst Daten sammeln, damit es gar nicht erst was zu holen gibt für Staat oder Verbrecher. Ja, danke für die Ergänzung an der Stelle. Und dann gibt es noch einen Hinweis vom Dirk Prims zur Anzahl der Podcast-Feeds. Sebastian, magst du mal vorlesen, was da steht? Ja, klar. Kleiner Service für Mailonator, der sich im Sendegarten fragte, wie viele Podcasts im RSS-Feed es in Deutschland gibt. Da verlinkt er auf seinen Sendegate-Beitrag, wo er quasi das schon mal auseinandergenommen hat. Ja. Genau, der Dirk hat da irgendwie schon mal, der hat ja, glaube ich, dieses, also hat er nicht den Grundstock für FIT damals auch irgendwie geliefert, indem er da irgendwie aus dem Apple-Kanal irgendwas rausgeholt hat? Da war doch mal was. Ich weiß nicht mehr. Kannst du dich noch erinnern? Gerade spontan nicht. Also ich, also die Geschichte kommt mir jetzt nicht unbekannt vor. Das könnte durchaus sein, aber genau weiß ich das tatsächlich gerade nicht. Okay, dann verbreiten wir jetzt nicht noch mehr ungesundes Halbwissen hier. So, das war also die Anzahl der Podcast-Feeds der Deutschsprachigen. Und dann haben wir noch was zum Podcast-Preis. Da hatten wir ja kurz drüber gesprochen und das, da ging es darum,
diese deutsche Podcast-Preis-Geschichte läuft ja so, dass eine Selbstbewerbung stattfindet. Also wenn ich selber Produzent bin oder Produzentin, dann muss ich ein 5-Minuten-Best-of meiner Produktion da einreichen und das wird dann bewertet. Es war aber auch der Fall aufgetaucht, dass jemand, nämlich Tim Pritlove, mit UKW, ne, das hattest du gesehen, Sebastian, in der Liste drin war, ohne dass er sich wohl selber beworben hat. Und das hatten wir kurz angesprochen. Und dann kam ein Tweet auf mit Sendegarten Bezeichnung, also quasi an uns adressiert. Und den schreibt Kyberhobo oder Kyberhobo, also Kyberhobo. Ich habe einfach meine Abos mit der Liste des @dpodcastpreis abgeglichen. Dabei ist mir ein Podcast von Tim Pritlove aufgefallen, welcher sich zuvor noch über den Preis beschwerte. Was es nicht alles für Podcasts gibt. Ich habe 76 Podcasts in meinen Podcatchern, davon nehmen jedoch nur 4000 Hertz, SWR 2 Wissen, Werkstattgespräche, Zeit Online, MEUKW, also das ist mit Meta-Ebene. Danke. Ach, ihr seid gut. Darf ich das nochmal sagen? Ihr seid gut. Meta-Ebene UKW und Kack und Sachteil, endlich den Qualitätspodcast in Deutschland. Das war der vorangegangene Tweet vom 21. Januar und dann hat der Kyberhobo den, was ich zuerst gesagt habe, am 3. Februar nochmal geschrieben. Also offenbar ist er oder sie, Kyberhobo, die Quelle für die Erkenntnis, dass da ein Angebot von Tim Pritlove auf der Liste war, nämlich das unsere kleine Welt UKW-Angebot. Aber inzwischen ist das ja wieder runter, wie Tim ja auch schrieb, weil er an dem Wettbewerb nicht teilnehmen möchte. Also kurz und gut, auch da mehr guter Willen als gute Tat, habe ich so den Eindruck. Es scheint einfach, Podcast und Preis, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie Feuer und Wasser. Das funktioniert nicht so richtig, mein Eindruck. Wie ist das bei euch? Ja. Wer wünscht er? Ja, es ist, denke ich mal, schwierig, also weil... Das fängt ja schon bei der Auswahl und so weiter an. Wem gibt man einen Preis? Warum gibt man ihm einen Preis oder ihr? Am Ende hat man nur ganz viele Verlierer und der einzige relevante Podcastpreis ist Udos Podcastpreis, den alle kriegen. Ja, schon. Und die ist ja halt auch das, also ich vermute, dass es irgendwie was halt damit zu tun hat, dass jetzt ganz viel irgendwie so Marketingmenschen und so weiter da reinrennen, weil in dem Moment, wo du halt drauf achtest, dass es halt irgendwas Messbares gibt, irgendwas Auswertbares gibt, irgendwas, was man ganz besonders hervorheben muss und so weiter, ja. Also halt die ganzen Sachen, die an dieser Stelle schneiden, wo sich halt irgendwelche Marketing-Fuzzis einen drauf runterholen, an der Stelle wieder schneiden, ja, kannst du halt alles eigentlich, in der halt auf irgendwelche Marketing-Sachen eben anwenden, ist es aber eigentlich vollkommen irrelevant. Ja, weil das Einzige, was halt irgendwo im Podcast-Bereich zumindest für mich irgendwo Relevanz hat, ist Feedback von Leuten, die entweder inhaltliche Ergänzungen haben oder auch einfach mal sagen, hey, cool gemacht oder warum machst du nicht mehr da oder da irgendwas zu, ja? Also Feedback, finde ich, ist eigentlich so die Größe, die du halt irgendwie anwenden kannst. Und bei allem anderen finde ich das halt eher, ja, ne, Marketinggewäsch. Aber Sebastian, wenn dir jetzt der IHK, Ortsverband oder Kreisverband deiner Umgebung sagen würde, du bist hier irgendwie Jungunternehmer des Jahres und oder Startup des Jahres, keine Ahnung, wo du dich da einsortieren würdest, und du bekommst einen Preis von der IHK, findest du das irgendwie gut oder nicht? Ich wüsste gar nicht, an welchen Kriterien die dann sowas dann festmachen würden, weil wenn man sich da nicht bewirbt oder so und dann einfach einen Preis bekommen würde, das fände ich jetzt wirklich sehr merkwürdig. Also, ja, aber ist das bei den Oscars nicht auch so? Kriegen da nicht die Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure, ja, aber die, Kameraleute? Das ist ja, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich so eingespielt. Ne? Man weiß, man macht bei Filmen mit und
die sind dann nominiert und dann wird man eventuell mitnominiert, wobei ich mich da jetzt auch überhaupt nicht so gut im Detail auskenne, aber so nehme ich das wahr. Und also, ja. Ja. Wobei, ich war das nicht immer so, dass Schauspieler sich gar nicht so sehr über Preise freuen, weil sie dann auch teilweise nicht mehr gebucht werden? War da nicht mal was? Die werden jetzt zu teuer, oder was? Ja, ja, sondern verbrannt, keine Ahnung. Irgendwie sowas gab es da mal als Kommentar, dass die Auftragslage wohl danach nicht immer so gut sei. Ja, oder sie können dann nicht mal in diesen kleinen Independent-Filmen, die anspruchsvoll sind, mitspielen, sondern dürfen nur noch in so Blockbuster-Dingern für viel Geld mitspielen. Aber dann wird es halt langweilig, denke ich mal, der Job so. Ja. Sie dann nur noch irgendwie den Bösewicht spielen, weil sie dafür jetzt gerade einsortiert wurden und können keine schönen, anspruchsvollen Rollen mehr spielen. Das finde ich aber irgendwie auch immer wieder erstaunlich. Genau. Entschuldigung, Claudia, ja. Ich habe dich zugequatscht. Was denn? Nee, gar kein Ding. Also das fällt ja wahrscheinlich nicht nur mir auf, dass du halt dann bestimmte Schauspieler immer in denselben Rollen hast. Ja, also wirklich so immer der gut aussehende, etwas minder bemittelte Typ vom Land. Immer der, weißt du, so, und dann denkst du ja halt irgendwie. Wie redest so, du über mich? Ich redete gar nicht über dich, weil jetzt eigentlich eher. Nicht zum Thema Kommunikation. Ich wusste gar nicht, dass du Schauspielerst. Nee, also ich habe schon mit Maumau meine Schwierigkeiten. Nee, aber es ist halt schon irgendwie dann traurig, weil es ist irgendwo auch langweilig. Ich fände es halt irgendwie spannender, wenn da halt dann auch mal bei den Schauspielerinnen und Schauspielern halt irgendwie so ein bisschen Können rauskitzelst, wenn die dann halt auch mal was völlig anderes spielen, weißt du? Und dann, offensichtlich trauen sie das dem Publikum halt nicht zu, dass sie das dann unterscheiden können. Das ist irgendwie schon traurig. Naja, man möchte ein erfolgreiches Format einfach so lange ausnutzen, wie es irgendwie geht. Ne? Und wenn dann wenn das Publikum halt Freude an der Figur, Bühnenfigur oder Filmfigur so und so gefunden hat, dann, ich kenne mich ja auch als Zuschauer, ich möchte dann auch eigentlich immer, was weiß ich hier, Tatortreiniger, ne? Oh, Schotti, ich möchte nochmal Schotti. Und wenn die dann sagen, nö, wird eingestellt, so ist man auch ein bisschen traurig drum, dass es halt keine Fortführung gibt oder so. Aber ja, das, klar, aber wenn du. Ne? Dass ein Schauspieler vielleicht auch noch andere Dinge machen möchte in seinem Leben, als immer auf die gleiche Figur gebucht zu sein, ist auch verständlich. Der Erik ja, oder halt derselbe, entschuldige bitte. Claudia, kommt nicht zu Wort hier, du. Gar kein Ding. Ist auch besser so. Oh nee, nee. Nein. Das hatten wir ja vorher schon. Nee, dass du halt immer dasselbe Charakterprofil spielst. Also es ist schon eine andere Rolle, anderer Film, ja, also wirklich auch ganz anderes Ding, aber trotzdem dasselbe Charakterprofil, weißt du, so halt der blonde Jüngling vom Land, der, keine Ahnung, dann auf draufgängerische Art das und das halt macht. Und wenn du da halt immer dieselben Schauspieler in denselben Rollen hast, ja, oder in den gleichen Rollen, ist es ja dann halt eher so. Sehr unbefriedigend. Das ist so, fände ich halt als Zuschauerin auch spannender, gelegentlich mal was Neues dann vorgesetzt zu kriegen. Oder halt Schauspieler, die sonst irgendwie die Draufgänger spielen, dass die dann halt auch mal was anderes machen. Ne? Ja, also, das stimmt. Also das heißt, wenn ich so, ich versuche mir gerade vorzustellen, ich wäre so in der Rolle oder in der Funktion wie heißt denn das? Müsste den Cast zusammensuchen. Also die Schauspieler halt. Ne? Ich habe ein Drehbuch und dann weiß ich halt, da sind halt die Rolle, das ist der Gutmütige und das ist der Böse und das ist die Person so und so. Und ich muss die Charaktere danach zusammensuchen und dann habe ich natürlich vor Augen gewisse schauspielerische Leistungen aus anderen Filmen. Komme ich natürlich relativ schnell da drauf. Ne? Der hat mich da irgendwie überzeugt als Schachspieler und ich suche auch einen Schachspieler, dann nehme ich halt den. Ja. Aber schöner ist anders. Ganz klar. So, Sebastian hub gerade an zu sagen, dass Erik irgendwas gefunden hat. Und er schreibt hier kleine Romane. Was schreibt er denn da?
Genau, er ergänzt nur noch dazu den Oscars, dass die wohl hauptsächlich als Selbstlegitimierungswerkzeug entstanden sind. Man kungelt untereinander die Preise aus, um die Filme besser vermarkten zu können. Und das nimmt wohl auch angeblich den Gewerkschaften so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Und ja, genau, das sind so seine Statements. Wäre ja dann eine spannende Frage, ne? Also das ist ja zu einer Zeit entstanden, also ist ja schon, die Oscars gibt es ja schon lange, ob es das für das relativ neue Medium Podcast dann nicht ein ganz interessantes Werkzeug wäre. Aber ich finde zum Beispiel, um da gleich meine Meinung dran zu hängen, den Punkt von Claudia auch gut, dass im Podcast ja implizit schon Feedback von der Community ist. Man ist über soziale Medien und alle möglichen anderen Wege schon mit den Zuhörenden verbunden. Und im Idealfall weiß man eigentlich schon, ob man das gut oder richtig macht oder ob das jemand interessiert, was man da veröffentlicht. Es ist halt ja nicht mehr, dass man auf irgendwelche Zahlen gucken muss. Und vor allen Dingen müssen wir ja zum Glück nichts verkaufen. Von daher ist es dem einen schon genug, wenn er 100 Hörerinnen und Hörer hat und der andere zielt vielleicht darauf hin, 10.000 oder 100.000 zu haben. Von daher ist das eine Frage, ob das mit dem Preis überhaupt funktioniert mit dem Podcasting, ne? Ja. Weil es halt ganz andere Nischen sind und so, ne? Ja. Aber du als Koch-Podcaster hättest doch alle Möglichkeiten, irgendwelches Küchenutensil zu verkaufen. Hier, neuer Gurkenhobel. Ich benutze diesen, das ist, wer war das denn noch? War das der Sven mit irgendeiner Knoblauchreibe, wo er immer wieder gesagt hat, das ist die beste? So, ich dachte, Ja. Der Markt ist allerdings schon gut ausgekundschaftet und da gibt es halt, ich glaube, da ist die Aufmerksamkeit im Bereich Podcasting noch nicht so angekommen. Vielleicht dadurch, dass Kochen halt auch ein sehr visuelles Thema ist, ist es vielleicht auch nicht das beste Mittel der Wahl. Also beziehungsweise auch für Marketingmenschen, die dann ja auf Effekte hin die Dinge untersuchen, ist es vielleicht auch gar nicht so interessant. Also Instagram sehe ich viel, dass Leute und Blogger, ne, also alle, die auch mit Bildern arbeiten können, Videos auf YouTube funktionieren super, was so Product Placement angeht. Und als das ganz neu war mit dem Hobbykoch-Podcast, habe ich auch 2-3 Mal Anfragen bekommen. Habe ich aber, ich glaube, einmal darauf reagiert, war aber dann auch so ehrlich, dass, also da ging es, glaube ich, um irgendwelche Nudeln und die fand ich dann nicht so toll, das habe ich dann auch gesagt. Und vielleicht spricht sich das dann auch rum in der Branche, dass das dann irgendwie, dass das gefährlich ist, mir dann irgendwelche Sachen zum Testen zuzuschicken. Keine Ahnung. Wir hatten doch Steffi Graf gerade als Werbeträger verloren. Da brauchen wir einen neuen. Möchten so nicht unsere Steffi Graf sein. Das neue Nudelmannequin. Ja, warum nicht? Da müsste ich vielleicht noch ein paar Kilo abnehmen, damit ich dann vielleicht auch mehr dem Produkt ähnle. Es kommt jetzt sehr auf die Nudel an. Also ja. Stimmt, es gibt ja auch. So als Tortellini oder sowas vielleicht. Stimmt. Oh, schön knubbelig. Sehr schön, sehr schön. Vor allem also gut gefüllt. Grüße ans Marketing. Ich bin zu allem bereit. Ach, wunderbar. Wunderbar, wie offen wir nach allen Seiten sind. Also, ja. Wir folgen dem wunderbaren Spruch, wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. So. Aber da habe ich auch einen schönen Spruch mal gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo. Also im Original halt auf Englisch, ich versuche das jetzt gerade mal instant zu übersetzen. Quasi da, wo der Dachschaden ist, das ist eigentlich die interessante Stelle, weil da kommt das Licht rein. Ja. Ja. Ja, das kenne ich. Wie war das noch? Wo kommt das her? Keine Ahnung. Ja, aber genau, da kommt das Licht rein. Oder hast du jetzt gerade bei mir irgendwie eine Erinnerung losgetreten, aber ich krieg sie nicht ganz zusammen. Na gut, wollen wir mal nicht zu sehr vertiefen.
Aber du schreist mich noch nicht an dafür, von daher war es noch nicht so schlimm. Okay, dann haben wir jetzt über Preise und also noch nicht über Marketing genug geredet, das kommt ja gleich noch. Wenn wir mal hören, was der Kai denn da so für Verträge im Spiel hat. Genau. Was deine Agentur so mit dir macht. Aber vorher möchte ich noch einen Dank aussprechen und zwar an einen unbekannten Menschen, der uns eine auf Honig Zeitspende hat zukommen lassen. Und zwar nicht irgendeine kleine, sondern 25 Stunden. Leute, das bedeutet Arbeit. 25 Stunden auf Honig Zeitspende. Unbekannt, aber mit dem Message bei YouDonator. Herzchen-Augen-Smiley. Und ich habe gerade eben vorhin auf der Rückweg vom Chasen die neueste Episode gehört und er erwähnte auch eine auf Honigzeitspende von 25 Stunden von einem Donator mit dem Namen oder Absender Botschaft Herzchen-Augen-Smiley. Also offenbar geht hier gerade eine Person durchs Podcastland und hat gerade die Spendierhosen an. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist schön. Das ist das, da kann man ja jeden Preis für wegstellen. Ist auch messbar. Richtig. Super, danke. Okay, jetzt aber kommen wir endlich auf die Gartenbank und schauen mal, wer da sitzt. Haben wir gerade schon genannt, den Kai. Kai Hobbykoch vom Hobbykoch Podcast. Ich habe gesagt, du hast dein Hobby zum Hobby. Ich habe gesagt, du hast dein Hobby zum Hobby gemacht. Stimmt das überhaupt? Ist das richtig? War dein Hobby Kochen vorher da als das Hobby Podcasten oder erst das Hobby Podcasten und dann das Hobby Kochen? Das klingt schon wie ein Zungenbrecher. Das ja, ist ich habe schon vorher gerne gekocht. Das war eigentlich schon immer mein Hobby. Als ich klein war, wollte ich sogar Koch werden und das hat mir meine Mutter, glaube ich, ausgeredet. Hat gesagt, da musst du immer dann ganz viel Kartoffeln schälen, weil sie wusste, dass das immer so die Sache ist, die mir am wenigsten gefällt und muss dann ganz große, schwere Töpfe schleppen und dann habe ich das immer so als Hobby beibehalten und mich immer so für Rezepte, vor allen Dingen internationale Küche interessiert. Und bin da auch ein bisschen beeinflusst worden von meiner Mutter, die immer, also auch schon als es nicht in jedem Ort und jeder Stadt Asialäden ging sie da auch immer gerne hin und hat zum Teil dann auch Zutaten gekauft, die wo sie gar nicht wusste, was sie damit anstellen soll, einfach weil sie das so interessant fand. Und das kann ich bis heute für mich auch behaupten, dass ich immer gerne auf der Suche bin nach spannenden Zutaten und Rezepten und Dingen, die ich vorher noch nicht kannte. Von daher, ja. Das war mein Hobby und durch das Podcasting hatte ich dann einen Weg gefunden, das auch nach außen zu präsentieren. Aber besteht da nicht immer die Gefahr, dass man sich was kocht, was nicht schmeckt und man hinterher nicht satt wird? Ja, die Gefahr besteht, gerade wenn es um Gewürze geht, die man nicht kennt. Da kann man also schon ganz interessante und vielleicht auch nicht so schöne Überraschungen erleben. Auch wenn es gute Gewürze sind und man sich mit der Dosierung noch nicht auskennt. Manche Gewürze schmecken ja dann, wenn man so einen Hauch dran tut, wirklich ganz gut. Und wenn man zu viel nimmt, wird das ganz schnell scheußlich. Und darum habe ich mir auch ziemlich schnell angewöhnt, dass ich eben bei so neuen Sachen oder bei so experimentellen Rezepten kleine Mengen mache. Das heißt, ich kann es entweder dann aufessen und muss nichts verschwenden oder es tut dann eben nicht so weh, wenn ich dann das doch schweren Herzens wegtue, aber ich dann nicht so viel Lebensmittel verschwendet habe. Oh, du hast noch eine TK-Pizza irgendwo im Froster liegen, damit du schnell dann in 15 Minuten was anderes auf dem Tisch hast. Ja, ich habe also grundsätzlich immer Vorräte und irgendwas im Gefrierfach oder neuerdings auch eingekocht. Das habe ich irgendwann angefangen. Es gibt zum Beispiel immer ein Glas Notfall-Bolognese. Da brauche ich dann nur ein paar Nudeln dazu kochen und schon ist der Tag gerettet. Die Notfall-Bolognese. Super. Ist das dann eingefroren oder wie nennt man das? Eingeweckt oder wie machst du das? Genau. Eingeweckt, richtig.
Ja, eingeweckt wäre dann ja so mit Gummiring und Glasdeckel. Ich habe einfach so Schraubgläser, habe ich tatsächlich auch mal gekauft, weil ich das auch mag, wenn die alle so gleich die gleiche Form haben und so schön im Regal stehen, als hätte ich quasi mein eigenes Produkt entwickelt. Jetzt auf die aktuelle Produktion von Bolognese-Gläsern habe ich auch schön mit so einem weißen Markerstift Bolo Ausrufezeichen geschrieben. Also freue ich mich immer, wenn ich dann in mein Vorratsregal gucke und mich dann so Pseudo-Produktnamen anschreien. Super, wie so ein eigener Kaufmannsladen cool. Irgendwie. So. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, mir ist auch eigentlich ein Lebensmittelproduzent verloren gegangen. Ich hätte einfach irgendwann mal das in die Richtung lernen müssen und dann irgendwie so eine Produktlinie entwickeln müssen, irgendein Lebensmittel. Wobei das natürlich dann auch langweilig ist, wenn man dann irgendwie sein Leben lang irgendwie saure Gurken herstellt. Das wäre vielleicht doch auf Dauer nicht mein Ding gewesen. Aber wenn ich sowas mache, ich nehme mir tatsächlich auch mal so am Wochenende einen Tag, wo ich dann irgendwelche Pasten herstelle oder Tomaten einkoche selbst und freue mich dann auch einfach daran, dass ich dann sowas Selbstgemachtes habe. Wow. Klingt auch gut. Ich höre das ja öfter schon mal, dass Leute sagen, ja, Kochen beruhigt mich, ich mag das gerne oder so. Und bei mir funktioniert das irgendwie nicht so richtig, weil Kochen, also das bisschen, was ich bisher gekocht habe, ich bin früher eher ein Bäcker gewesen als ein Koch und inzwischen mache ich weder das eine noch das andere, sondern ich esse nur noch oder ja genau, ist egal was, ob gebacken oder gebraten. Ich habe erlebt das eigentlich nicht so als entspannt, sondern eher so, dass ich davor stehe und denke, hoffentlich wird das was, hoffentlich funktioniert das auch und hoffentlich wird das jetzt nicht an. Und also es ist eher immer so die Angst und die Furcht dabei, Schiffbruch zu erleiden und am Ende doch hungrig zu sein oder dann doch das Käsebrot zu essen. Das hätte ich auch von vornherein essen können, als dass ich mir irgendwie da so richtig Spaß dran habe. Vor einiger Zeit, wie war das denn noch? Hatte ich irgendwie einen Sack Karotten oder so. Und dann habe ich gedacht, ach, schneidest du den mal so richtig schön klein, machst du da so ein Karotten, gedünstete Karotten. Und dann hatte ich noch irgendwie eine Bratwurst, glaube ich, vom Grillen übrig. Die habe ich dann so in kleinen Stücken da rein. Hatte ich ein bisschen dieses Karottige und was Würzige. Und da habe ich gedacht, ja, dieses Kleinschneiden, das ist dann so eine meditative Handlung, machst du in aller Ruhe und so weiter. Es war total nervig. Es war nur nervig. Es sollte fertig werden, okay. Wurde nicht. Es flutschte mir dauernd durch die Gegend, es fiel alles runter und es war alles andere als meditativ. Was ist das Geheimnis? Hat es denn am Ende geschmeckt, wenn ich da... Es hat satt gemacht, sagen wir es mal so. Okay. Ja, ich habe dann irgendwie noch so ein Kräutersalz oben drüber geschüttet, dann hat das auch nach dem Kräutersalz geschmeckt. Okay. Das ist auch gut. Ich glaube, ich habe hinterher noch Schokoriegel gegessen, dann war sowieso alles wieder gut. Also was mir dazu einfällt ist, ich finde ja immer spannend, wenn man kann das fast, glaube ich, schon so als so einen Express-Persönlichkeitstest nehmen, wenn Menschen sagen, sie backen lieber, als dass sie kochen. Ich bin zum Beispiel auch so eher so ein mittelguter Bäcker, dafür koche ich halt gern. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun eben mit dem Grad an Improvisation, die man so zumindest in der Küche jetzt anwenden möchte, weil Backen ist wirklich eine Sache, die sehr viel, sagen wir mal, Disziplin und Halten an Rezepte erfordert, während Kochen eben auch viel mehr Spielraum ermöglicht oder man auch nachjustieren kann. Ne? Also wenn man jetzt einen Teig zu lange aufgehen lässt, dann ist der unter Umständen übergoren und verkorkst und dann schmeckt er halt oder dann wird das im Ofen auch nicht mehr so richtig gut. Während du eine Soße, die jetzt ein bisschen zu salzig ist, da kann man irgendwie mit einem Schuss Sahne oder mit einer Kartoffel oder ein bisschen Speisestärke das irgendwie ein bisschen abdämpfen oder noch Gewürze zu geben oder ein bisschen Süße. Ne, ich bin halt niemand, der so sehr strukturiert arbeitet und darum, glaube ich, bin ich auch kein guter Bäcker. Während beim Kochen, ne, kann man so ein bisschen rumtüddeln. Also ich würde da widersprechen. Okay. Tatsächlich. Also ich habe auch schon mal es geschafft, irgendwie einen Rührkuchen mit irgendwelchen Früchten drin und noch irgendein Zeug dann und dann halt hinterher aufschneiden mit Füllung nach dem Rezept einer Himbeertarte zu machen. Also ich, okay. Ne, das geht.
Es kommt nur auf die Verhältnisse an. Ja, und da kommt dann die Erfahrung ins Spiel. Also ich sehe ja zum Beispiel auch, wenn ich mir Rezepte anschaue, erkenne ich ziemlich schnell, ob das jemand einfach runtergeschrieben hat und dachte so, das wird schon passen ungefähr. Und dann sind irgendwelche Gewürze zum Beispiel in absurden Mengen drin. Da weiß ich, das würde ich nie nachkochen, weil entsprechend vorsichtiger würzen, weil das nicht funktionieren kann. Genauso mit Erfahrung kann man auch sagen, die Zutaten kann man problemlos austauschen. Oder wenn man das gegen das tauscht, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr Mehl nehmen oder sowas. Klar, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe auch schon guten Kuchen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da vollkommen, dass immer in die Hose geht, wenn ich da was mache. Aber wenn ich das halt so aus dem Handgelenk mache und abwiege, dann wird es halt mal gut und mal ist ein bisschen zu viel Fett drin, dann suppt das halt ein bisschen beim Backen oder so halt. Ne? Oder wenn ich das jetzt besonders gut hinbekommen habe, dann weiß ich halt nicht, wie ich es beim nächsten Mal machen muss, weil ich die Zutaten selten abwiege. Also es sei denn, ich produziere eine Sendung gerade, da habe ich mir das ein bisschen angewöhnt, weil ich eben weiß, dass viele Menschen das brauchen, dass sie eben nicht dieses Gefühl haben, jetzt einen Schuss Milch reinzutun, sondern unter Umständen dann die halbe Packung reingießen und dann ist es vielleicht zu viel. Ich finde ja in Rezepten immer besonders geil, wenn dran steht, bis die Konsistenz passt. Danke, ja. Sehr hilfreich. Wenn du halt das noch nie vorher gemacht hast, ist es halt ein bisschen schwierig, dann abzuschätzen, wann die Konsistenz richtig ist oder sowas. Alte Rezepte, wo dann drin steht, eine Packung, keine Ahnung was, ja. Und dann erstmal recherchieren, okay, welche Packungsgrößen gab es denn 1923? Ja, und das ist so, ja. Verdammt, ne? So, Also schwierig. Also das war ja ganz früher so, als die ersten Rezepte rauskommen. Ich habe ja auch einige ganz alte klassische Kochbücher, da wurden überhaupt keine Mengenangaben reingeschrieben, weil das richtete sich an professionelle Köche und da ging die Schreiberin oder der Schreiber davon aus, dass die dann schon wissen, wie viel. Ne? Also da gab es halt nur so ganz grobe Mengenangaben und die Rezepte waren dann halt auch so ausgerichtet, dass sie jetzt nicht auf ein Milligramm genau ausgerichtet sein müssen. Da war es ja auch öfter so, dass man eben nicht in den Supermarkt gehen konnte und irgendwelche Zutaten kaufen musste, sondern eher improvisieren auch, weil, was weiß ich, dann das Mehl mal von dem Getreide, mal von dem gerade da war und man eben, wie gesagt, das nicht unbedingt voraussetzen konnte, dass alle Zutaten dann bei dem Koch gerade da sind. Mhm. Genau, und dann improvisieren von dem weg. Aber dann ist die Reproduzierbarkeit doch irgendwie auch ein bisschen in Frage. Also ich habe hier einen Italiener ums Eck und da hole ich mir gelegentlich eine Portion Nudeln, immer die gleichen. Und da merke ich ganz genau, ich weiß noch nicht, es gibt noch keine Zuordnung zum Geschmack der Nudeln und der Person, die es gekocht hat. Sonst würde ich irgendwann mal von außen reingucken und sagen, ah, wenn der da ist, dann gehe ich nicht dahin. das Produkt ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer da gerade irgendwie die Sachen zusammenrührt. Und das ist manchmal etwas enttäuschend, wenn man so nach einem längeren, also wenn ich nach einem längeren Arbeitstag oder so nach Hause komme und denke, ah, jetzt so einen richtig leckeren Topf Nudeln, hole ich mir den da. Dann kommt er ja in dieser Aluschale mit dem Pappdeckel drauf und sieht ja nicht, was drin ist, bis man den Deckel abgenommen hat und dann ist in dem Moment, wo ich den Deckel aufmache, so, oh, das sieht aber gar nicht danach aus mit dem, was ich haben wollte. Da fände ich ja eine gewisse Standardisierung irgendwie so als Kunde schon netter. Wie schaffst du es denn dann, dass Produkte nennen, dass die denn einigermaßen gleich sind oder ist das tatsächlich jedes Mal anders? Ja, wie gesagt, wenn ich Sendung für den Hobbykoch-Podcast produziere oder auch für die anderen Formate, die jetzt Kochen als Thema mit drin haben, dann schreibe ich halt auch das Rezept richtig und dann recherchiere ich entweder mehrere Rezepte und stelle mir dann, also meistens geht es ja dann um irgendein tatsächlich klassisches Rezept, irgendein Signature-Dish irgendeiner Kultur,
Und dann gucke ich mir meistens so ein Dutzend Rezepte an und vergleiche, wo verändern sich die Zutaten, wo hat jetzt die Rezeptschreiberin oder der Rezeptschreiber improvisiert oder versucht eine persönliche Note reinzubringen, versuche dann tatsächlich so die Essenz rauszulesen, was für dieses Gericht typisch ist, und gleiche dann auch die Mengen ab. Also entweder übernehme ich sie so oder passe sie dann auch für meine Mengen ab, weil ich dann auch nicht unbedingt eine Woche lang dieses eine Gericht essen möchte. Entsprechend skaliere ich das meistens runter, weil Rezepte ganz oft für 3 bis 4 Personen ausgerichtet sind. Und dann schreibe ich halt das Rezept zusammen und wiege das beim Kochen tatsächlich auch ab, sodass ich davon ausgehen kann, dass diejenigen, die sich das anhören und nachkochen und ausprobieren, dann zumindest eine vergleichbare Erfahrung haben wie ich beim Ausprobieren. Ja, aber und wenn du jetzt nicht gerade eine Aufnahme machst und einfach nur für dich, also möchtest du irgendwie ein Gericht, was du letztes Wochenende gekocht hast und jetzt dir geschmeckt hat, heute dieses Wochenende nochmal machen, dann hast du für dich selber schon die Mengen und die richtige Konsistenz, wie Claudia gerade sagte, eine Vorstellung davon hast du im Kopf, dann weißt du, wann du die berühmte Messerspitze, oder ich kenne auch Kochbücher, wo drin steht, ja, dann schmecken wir das mit Koriander ab oder mit irgendwelchen, dann nenne 5 Kräuter, und ich sage, ja, was heißt abschmecken mit und dann 5 Kräuter? Von dem einen muss man irgendwie 3 Handvoll reintun, damit es nach irgendwas schmeckt, und von dem anderen ja bloß, ne, ein Blättchen, sonst ist alles verdorben. Ich finde das faszinierend. Ja, das ist halt einfach Erfahrung. Ich muss bei dem, du hast das jetzt ja schon ein paar Mal gefragt, immer an eine Folge von Die Kinder von Bullabü denken. Da gibt es eine Szene, wo der Opa, glaube ich, der Familie ein Rezept kocht, und dann steht da drin, salzen nach Geschmack. Und er tut dann irgendwie eine Handvoll oder die ganze Packung rein, und dann nachher versucht die Familie ihm möglichst freundlich mitzuteilen, dass sie das nicht essen können, weil es halt total versalzen ist. Na, aber er hat gedacht, nach Geschmack, dann darf er halt so viel reintun, wie er will. Ach so, nicht nach dem Zungengeschmack, sondern nach dem Geschmack. Nee, er hat es tatsächlich nicht probiert, sondern einfach so, ich weiß nicht, das ist ja skandinavisch, ob die Formulierung in nordeuropäischen Kochbüchern vielleicht noch witziger ist oder noch mehr darauf hindeutet, dass man eben nach Belieben oder irgendwie so, man möchte, dass das so mehr heißt. Aber das ist mir so im Hinterkopf geblieben, dass man natürlich, was Salz angeht und auch bestimmte Gewürze über die Zeit, eine Vorstellung hat, wie intensiv möchte ich jetzt, dass das hervorkommt im Gesamtkonzept, und entsprechend passt man das an. Und das Schöne, wie gesagt, beim Kochen ist ja, dass man dann auch nochmal, wenn man vorsichtig gewürzt hat, nochmal nachlegen kann, wenn es zu wenig ist. Gut, ne? Ja, klar, das kann man tun. Mit der berühmten Maggi-Flasche zum Beispiel. Ja. Ja, es gibt ja auch Menschen, die, bevor sie eine Suppe probiert haben, schon so 3, 4 Schüsse Maggi reingetan haben, es muss einfach drin sein. Muss drin sein, genau. Ich habe eine Kollegin, die muss immer Salz ans Essen machen. Also wir kommen in die Cafeteria oder in die Kantine, es gibt das Essen, und das Erste, was ist, wo ist der Salzstreuer? Und dann wird erstmal ordentlich Salz draufgetan. Und es ist, vor gar nicht so langer Zeit kam dann tatsächlich irgendwann war das Essen schon versalzen, bevor sie nachgesalzen hat. Und dann konnte sie es nicht mehr essen, weil es einfach zu schlimm war. Und dann mussten wir schon ein bisschen schmunzeln, so nach dem Motto, hättest du doch vielleicht vorher mal probieren können. Also ohne dein zusätzliches Salz wäre es wahrscheinlich genau das Maß gewesen, was du normalerweise gehabt hast. Und das ist dann schon so eine Automatik irgendwie. So wie mit der Maggi-Flasche, so kluck, 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 erstmal da rein. Genau. Was natürlich ein bisschen fies ist oder gemein ist, wenn du dich jetzt als Koch hingesetzt hast und hast vielleicht überlegt, ja, wie kann ich denn diesen seltenen Geschmack von was weiß ich, oder du wolltest mal irgendwie den Rosenkohl besonders zum nach vorne bringen oder so, und hast mit ganz vorsichtigen und wenig Gewürzen gekocht, um das möglichst nah an dem Gemüse zu halten oder so im Ursprungsgeschmack, und dann kommt einer und tunkt da einfach irgendwie so Ketchup oben drauf oder irgendwas.
Da bin ich tatsächlich sehr, sehr schmerzfrei. Also wenn jetzt jemand, wenn ich was koche und jemand kommt zum Essen und möchte irgendwie das in Ketchup tunken, das wundert mich ja immer wieder, dass also Menschen, die wissen, dass ich mich mit Kochen beschäftige, dass ich ganz oft den Eindruck habe, dass sie meinen, oh, das ist jetzt ein ganz pingeliger. Ne? Also gerade wenn ich zum Essen eingeladen bin, dann gleich schon so mit vorgeschobenen Entschuldigungen, ja, das ist heute nicht so gut geworden. Oder so, nach dem Motto, dass ich mich da jetzt wie ein Restaurantkritiker hinsetze. Ja, sage, genau. Das ist aber ein bisschen viel Majoran, nicht wahr? Oder manchmal, dann frage ich halt auch irgendwie, hast du da Wein reingetan in das Essen oder so? Einfach nur so aus Neugier, weil ich gedacht habe, dass ich es rausschmecke und dann aber sofort angenommen wird, oh, das ist jetzt falsch, bei der Soße darf man überhaupt keinen Wein rein. Ja. Da sind wir wieder bei Claudia mit der Wahrnehmung anderer Menschen. Und dann will man einfach nur Interesse zeigen und sagen, ich finde gut, dass, was du hier gekocht hast und zeige da halt Interesse dran, wird aber so wahrgenommen, als wären das jetzt Kontrollfragen. Oder als würde ich das jetzt halt bewerten gerade. Darum, ich denke immer, jeder soll sein Essen so zubereiten, wie er mag oder wie sie mag. Auch bei den Rezepten, die ich halt aufschreibe, wenn jetzt jemand sagt, da ich versuche das ja auch immer in den Sendungen zu sagen, wenn jetzt jemand keinen Käse mag, kann man das ersetzen durch. Oder man kann den Käse auch komplett weglassen. Oder wenn man vegetarisch oder vegan lebt, dann braucht man jetzt nur den Schinken da weglassen, dann geht das ganze Gericht auch so. Ich versuche da eben immer auch so ein bisschen Offenheit zu symbolisieren, eben gerade um diesen Eindruck nicht zu vermitteln, dass es nur auf diese eine Art, die ich jetzt beschrieben habe, funktioniert. Ich habe ja tatsächlich jahrelang, sehr, sehr lange, 15 Jahre lang oder sowas geglaubt, ich kann nicht kochen. Es stellte sich letztendlich raus, es lag an meinem Ex-Mann, der einfach grundsätzlich nichts isst, was nicht irgendwie österreichische Küche ist oder irgendwas, was seine Mutter gekocht hat. Oder was er halt selber kocht. Also, und dann war irgendwann. Aber langfristig ein Problem, glaube ich. Irgendwann. Ja. Vor allem ist er auch relativ häufig auf Geschäftsreisen halt auch irgendwo im Ausland unterwegs, so was anderer Punkt. Und das war dann halt wirklich so ein für mich ein ganz interessantes Erlebnis, wo dann der Fellow Nerd irgendwann das erste Mal bei mir war und wir haben dann da irgendwie länger gesessen und gequatscht und dann halt irgendwann Hunger gekriegt. Und ich meinte dann, naja, ich hätte ein bisschen was im Haus, aber ich kann nicht kochen. Also es tut mir schrecklich leid, ich könnte aber was herstellen aus dem, was jetzt da ist. Und er meint, ja, nee, mach mal. Und dann habe ich halt, ich weiß gar nicht mehr, was es war wirklich, aber ich habe halt irgendwas halt zusammengetan, was eben gerade im Haus war. Es war hinterher halt auch essbar, also es kam Essen bei raus. Und stell das halt auf den Tisch und er isst halt so 2, 3 Gabeln und meint halt, das schmeckt doch voll gut. Und ich weiß noch, wie ich fast geheult habe an dem Tisch, weil ich mir dachte so, mein Gott, er isst es. Es war so, der mag es okay, ja. Und ist halt auch so eher norddeutschen Sachen nicht abgeneigt. Also wenn ich dann halt mal irgendwie Grünkohl mache, also er braucht es halt nicht jeden Tag, ja, aber so 1, 2 Mal im Jahr zumindest so unter der Saison ist er das dann halt trotzdem auch. Also das ist schon, seither macht diese Sache mit diesem Kochen viel mehr Spaß. Ja, das glaube ich gern. Das hat ganz viel auch mit Rückmeldungen von drumherum zu tun. Also nicht nur beim Kochen. Ich mache ja auch einige andere kreative Sachen wie Zeichnen, Malen, Schreiben, solche Dinge. Und da ist es ja dann genauso. Wenn man jetzt im Umfeld Menschen hat, die sagt, oh, das finde ich interessant, schreibt das mal weiter, ist das was anderes, als wenn jemand sagt, ja, ich glaube, die Charaktere sind jetzt irgendwie nicht so glaubwürdig und die Szene da mit den Bäumen, die du beschrieben hast, die finde ich jetzt ein bisschen übertrieben und so. Und dann hat man eigentlich schon keine Lust mehr an seiner Geschichte, die man vielleicht ursprünglich gut fand, weiterzuschreiben. Anders halt, wenn jemand sagt, finde ich cool oder interessant, ne? Oder wenn man was gezeichnet hat. Gerade beim Zeichnen ist mir das auch oft begegnet, dass dann Leute sagen, ja, ich kann gar nicht malen. Und ich habe mich halt einfach immer gern hingesetzt und gemalt und eine Zeit lang auch
das überhaupt niemandem gezeigt und mich jetzt da auch nicht danach gerichtet. Also das wäre eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt nicht immer ein Umfeld hat, das einem dauernd Feedback gibt oder einen motiviert oder eben so von der Persönlichkeit nicht so ist, einen immer so zu unterstützen in dem, was man tut, dass man es einfach macht, weil man Bock drauf hat. Und dann kommt mit der Zeit das, glaube ich, automatisch. Es gibt ja diese Theorien, dass wenn man, 1000 Stunden in irgendeine Tätigkeit investiert hat, vielleicht habe ich das jetzt falsch wiedergegeben, aber so in die Richtung, wenn man eine Sache einfach lange macht, dann wird man automatisch gut darin. Mm. Stimmt, ja. Ja, wirklich. Ja. Ja. Also Übung kann, glaube ich, ganz, ganz viel und gerade auch so kreative Sachen sind ja durchaus auch Handwerk. Also das ist jetzt gut, vielleicht klar, im Mainstream ist das nicht so angekommen, ja, aber gerade solche Sachen wie Zeichnen, Malen, Schreiben, Kochen wahrscheinlich genauso. Das ist halt trotzdem eigentlich alles Handwerk. Mhm. Ja, und da kann man ganz viel tatsächlich auch mit Zeit rein investieren, draus machen. Wenn es dich interessiert und du auch noch Spaß dran hast, hilft das natürlich. Genau. Also Martin, damit sei nicht gesagt, dass wenn du dich jetzt zwingen würdest, jeden Tag 2 Stunden lang zu kochen, dass du nach einem Jahr dann gut kochst. Natürlich hat dann auch die Motivation und die Lust dazu einen Einfluss. Und gerade beim Thema Kochen gibt es ja auch Alternativen, dass man sich ein fertiges Gericht kauft, dass man ins Restaurant geht, in den Imbiss. Also es ist halt auch eine Frage, ob man das möchte. Und Motivation, ne, kann ja viele Wurzeln haben. Entweder, wie gesagt, die Umgebung motiviert einen dazu oder man hat selber Lust dazu. Und ne, wenn man da keine Lust zu hat, dann kann man sich ja auch auf andere Sachen spezialisieren. Naja, völlig klar, natürlich klar. Die Frage ist so ein bisschen, ob man auch so eine Anfangshemmung vielleicht einfach auch vielleicht einfach überwinden muss, indem man sagt, so jetzt ja, einfach mal dranbleiben. Vielleicht, so wie beim Podcasten, da habe ich mal gesagt, ich habe ja auch immer gesagt, ich kann nicht podcasten und dann hat das andere Ich in mir gesagt, versuch's doch einfach mal, solange du es nicht ausprobiert hast, weißt du es nicht. Und also die ersten 10 Folgen, die du da irgendwie produzierst, die werden wahrscheinlich sowieso Quatsch sein, aber dann weißt du wenigstens warum und dann bei der 11. und ab der 11. ist es vielleicht ein ganz hörbarer Content oder so. Und da habe ich mir tatsächlich so ein bisschen selber verordnet, nicht zu früh aufzugeben. Vielleicht ist das beim Kochen ganz ähnlich, dass man doch 3, 4, 5 Mal vor dem Essen steht und denkt, im Kochbuch sieht das ganz anders aus. Ja, klar. Und wir haben tatsächlich auch häufig auf den Hobbykoch-Podcast hin junge Leute geschrieben, die jetzt eben nicht diese Vorprägung hatten, die du meinst, aber die gesagt haben, durch den Podcast, deinen Podcast habe ich kochen gelernt. Und das fand ich schon mal gut. Und darum versuche ich halt auch bei Rezepten immer verschiedene Schwierigkeitsgrade zu berücksichtigen, beziehungsweise das möglichst so zu erklären, dass jemand, der sich damit jetzt befassen möchte, einen guten Ausgangspunkt hat, das zu reproduzieren. Und dadurch, dass ich nicht neben der Person stehe und sage, oh, das ist aber falsch oder ich glaube, das wird nicht so, wie du das machst, sondern die Leute sich das anhören können, vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal, glaube ich, das ist zum Beispiel auch ein Weg, dahin zu finden, indem man versucht, irgendwas nachzukochen, auch in kleinen Mengen, das empfehle ich auch im Podcast immer wieder. Und wenn es dann halt einmal schief geht, aber man merkt, ich war auf dem richtigen Weg, es ist jetzt halt nur ein bisschen zu viel Salz gewesen, es einfach nochmal probieren. Aber manches rührt sich doch im großen Topf leichter, oder? Also wenn ich da nur irgendwie so eine winzige Menge habe und versuche das jetzt irgendwie schaumig zu rühren oder so, das klingt doch oft gar nicht. Das stimmt tatsächlich und dann muss man halt überlegen, ist das eine Sache, die ich mache, wenn Freunde, Familie da ist für eine große Runde, dann kann man ja auch ankündigen, ich habe mal Lust, wieder einen richtig großen Eintopf zu machen, jetzt gerade bei diesem Wetter kommt das sicher auch ganz gut an. Und oder man macht eine Sache, die man dann entsprechend einfrieren oder einkochen kann und dann für später haltbar machen kann. Weil das finde ich zum Beispiel auch problematisch, wenn ich dann 3, 4 Tage das gleiche Gericht esse, dann hängt es mir irgendwann auch aus dem Hals raus und dann koche ich es wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile nicht mehr.
Das ja, lustigerweise habe ich gerade heute, wahrscheinlich weil ich wusste, dass wir über Kochen reden würden, habe ich tatsächlich über nachgedacht, ob es das für mich auch mal eine Variante wäre, so, was weiß ich, ein Gericht zu kochen, was man dann so in so diese Tupper, also Aufbewahrungsschälchen irgendwie ja. so tut und dann einfach mal so ein paar Portionen in den Kühlschrank stellt und sagt so, also die muss ja jetzt nicht morgen gleich wieder essen, aber vielleicht übermorgen und so, also das irgendwie auch etwas so für die Zukunft ist, nachhaltig. Mhm. Aber normalerweise zum Teil auch, also bei manchen Gerichten, die ich gerne esse, mache ich das so, ja. Ja. Oder halt für die Arbeit, also als ich noch einen Dayjob hatte, habe ich, also wenn wir am Wochenende gekocht haben, habe ich dann meistens immer gleich ein bisschen mehr gemacht, dass ich dann halt für den Montag immer auch gleich noch was zum Mitnehmen hatte. Manchmal halt auch Dienstag. Ich habe es aber nie geschafft, dass ich so diszipliniert war, dass dann halt wirklich für 5 Tage immer irgendwie was vorzukochen. Weil dann, wenn man abends irgendwie mittwochabends nach Hause kommt oder sowas und es war irgendwie eh schon ein doofer Tag und dann nochmal hinstellen und kochen und eben dann irgendwie so in die Mitnehmdosen füllen, das war dann immer nicht so. Aber ja. Ja. Die Kollegen, es gibt ja Menschen, die das sehr strukturiert machen und für die ganze Woche das vorkochen und dann eben also mehrere Gerichte kochen und das dann gleich schon so vorplanen und dann irgendwie ja ein Gericht für Montag, eins für Dienstag, dann vielleicht nochmal das vom Montag oder weiß ich auch nicht. Also dafür fehlt mir halt ein bisschen diese Strukturiertheit, die man dafür bräuchte, so über längere Zeiträume dann und das an einem Tag komplett durchkochen und das dann in den Kühlschrank stellen, dass man dann eben das Gericht, dafür bin ich halt auch zu spontan, was so Lust auf bestimmte Gerichte angeht oder so, dann gucke ich, ob ich das da habe oder ob ich vielleicht noch 1-2 Zutaten einkaufen muss und mache das dann halt lieber so, als das alles so durchzuplanen. Mhm. Ja, das ist ja sowieso ganz verwunderlich. Ne? Also ich kann mich noch entsinnen, als ich noch Kind, Jugendlicher war und meine Mutter mich dann irgendwann so morgens fragte, so, na, was möchtest du denn heute Mittag essen? Also ich soll das dann bestimmen, was gekocht wird oder so. Er hatte aber gerade erst mein Frühstück auf und ich war überhaupt nicht, konnte mir noch nicht mehr irgendwie im Entferntesten vorstellen, worauf ich denn vielleicht in 3 Stunden oder so Appetit haben könnte. Weil ich war ja satt. So, und so eine Vorausplanung, die, also ich bewundere immer Leute, die das können, auch so, so was weiß ich, so Fahrten planen oder so, ne? Also du machst eine Freizeit, bist da 10 Tage mit 20 Jugendlichen unterwegs und du sollst dann irgendwie vorher alles einkaufen, damit du die Sachen hast. Ich hätte keine Ahnung wie. Ich bin immer total fasziniert, dass Menschen das mit leichter Hand können. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin in der WG, die hat das auch, also für die war das überhaupt gar kein Problem. Die hat sich so die Einkaufslisten so aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist total irre. Ich wäre da. Ja, tatsächlich ist das einfach, wenn man halt so ein Grundgespür hat, wenn man natürlich muss man das auch ein paar Mal gemacht haben, für mehr als 10, 20, 30 Leute zu kochen. Aber da gibt es halt so Faustformeln. Gerade wenn du so Reis, Nudeln, sowas, das kann man sehr einfach hochrechnen. Und auch wenn man jetzt sagt, da sind halt dann Kinder dabei, dann gibt es Leute, die haben richtig Kohldampf, die hauen ordentlich rein. Dann gibt es aber Leute, die essen nur ganz wenig. Und im Schnitt funktioniert das dann mit diesen Faustformeln ganz gut beim Einkauf. Okay, außer beim Klopapier, da geht das nie auf. Ne? Das ist immer zu wenig. Ja, nun. Apropos Einkauf, hungrig einkaufen gehen ist eine ganz schlechte Idee, ne? Das stimmt, ja. Dann ist der Wagen voll und dann muss man sehen, wie man das irgendwie möglichst alles verwertet. Dafür gibt es noch die Bratwurstbude vor dem Supermarkt. Das hat der Sven Menke mal, glaube ich. Ich glaube, das war der Sven vom Kulinarikast. Der hat das irgendwann mal so im Nebensatz fallen lassen. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt, ich weiß, er hat es mir erklärt. Bevor du in den Supermarkt reingehst, eine Bratwurst essen, schmeckt sowieso ganz gut. Obwohl die Bratwurst, also die Qualität dieser Bratwürstchen, ich habe ab und zu mal so richtig Lust auf eine richtige schöne Bratwurst. Und die ist gar nicht so leicht zu kriegen. Da müsst ihr wahrscheinlich nach Thüringen fahren. Das wäre der einzige Grund, warum es jemand da einziehen würde, glaube ich. Da kann man echt neidisch sein, die guten Thüringer Bratwürstchen. Ja, guck, und ich bin so dumm, ich kaufe dann den halben Laden leer, komme dann mit dem vollen Einkaufswagen raus und esse dann doch noch eine Bratwurst. Und dann bin ich für den Tag auch noch satt und dann habe ich diese ganzen Sachen, die ich eingekauft habe. Mhm.
Ganz schlecht. Ja. Vorher die Bratwurst. Ja. Aber das ist wirklich faszinierend. Also wie ignorant man an gewissen Regalen vorbeigehen kann, wenn man vorher eine Wurst gegessen hat. Was vorher sonst nicht, also sonst wäre das mit Sicherheit im Einkaufswagen gelandet. Es ist erstaunlich, dass Supermärkte überhaupt zulassen, dass da so Bratwurstbuden vor der Tür stehen. Das ist ja meistens kommen die dann ja von da. Also die, oder manchmal gehören die halt einfach dazu so. Also Hashtag Vorwurst. Vorwurst. Aber bevor wir das Thema Kochen gleich so ein bisschen gegen den Podcast austauschen, nochmal eben die Frage an den Sebastian. Du hast ja mal erzählt, dass du auch das eigene Kochen angefangen hast, auch um so kalorientechnisch irgendwie einen besseren Überblick zu haben. Machst du das immer noch? Ja, wobei ich eben noch frittierte Apfelringe gemacht habe. Also kalorientechnisch war das nicht so prickelnd. Aber lecker. Aber lecker. Ja, also doch, ich koche, ich wechsle mich da mit meinem Bruder meistens ab. Also weil das halt einfach, Fertiggerichte haben halt einfach viel zu viel Zucker und Kalorien. Das ist leider einfach so, wenn man da mal drauf guckt und das mal so ein bisschen gegenrechnet, dann weiß ich nicht. Also gibt da sicherlich auch mittlerweile Ausnahmen. Der Trend geht da ja so ein bisschen hin, aber nach wie vor ist es doch schwierig, sich sehr gesund durch Fertiggerichte zu ernähren. Und das zwingt einen dann ja schon letzten Endes so ein bisschen zum Selberkochen. Das klingt schon wie ein Widerspruch in sich. Gesund durch Fertiggerichte. Ja, also das war in den 70er Jahren vielleicht möglich, aber heute, das klingt echt so, das geht doch gar nicht. Ich glaube, das war nicht mal in den 70ern möglich. Es klang nur wahrscheinlich. Ja, aber da haben sie dir ja auch Atomreaktoren für zu Hause verkaufen wollen und so weiter. Also damals war, wie sagt der Ajuvo sagt immer so schön, damals war, Blei auch noch nicht giftig oder so. Damals war das eben anders. Sehr witzig. Das stimmt wohl. Es ist übrigens auch ganz schwierig mit Fertiggerichten, wenn man ein oder zwei Allergien hat oder halt Unverträglichkeiten. Das ist, kannst du halt auch komplett knicken. Also das zwingt einen dann auch eher zum selber kochen. Also da ist mit Fertiggerichten halt auch einfach nichts, weißt du? Wenn du dann halt sowas wie Petersilie und Basilikum nicht wirklich verträgst, wird's halt schwierig. Ja, okay. Also Laktose und Fructose und was weiß ich für Intoleranzen und so weiter wird ja häufig schon berücksichtigt. Also was da jetzt neuerdings an Aufklebern auf den Packungen so drauf ist, was die alles vermeiden, das ist schon faszinierend. Aber gut, gegen Schnittlauch oder Petersilie, das ist natürlich schon eher, da bist du schon eine sehr spitze Nische, wenn du das hast, oder? Erstaunlicherweise gar nicht mal tatsächlich. Also es ist gar nicht so selten. Es wissen nur relativ wenig Leute, dass sie das haben und kommen irgendwann später mal drauf. Also weil es ist zum Beispiel im konkreten Fall Eugenol/Isoeugenol und das ist halt auch dasselbe Zeug, was in Zimt drin ist zum Beispiel oder in Vanille oder in Kirschen und Bananen. Und das ist halt überall genau dasselbe Zeug drin. Und irgendwann finden Leute halt mal raus, ich vertrage keinen Zimt zum Beispiel oder halt nicht in größeren Mengen. Und dann kommen sie halt später drauf, dann fehlt vielleicht eben, weil genau der Teil vom Zimt ist, ja genau das Eugenol oder Isoeugenol, dann fällt jetzt halt auch Basilikum aus und Bananen und Kirschen. Okay. Und ja, das, also da wird die Liste plötzlich sehr lang, weil all diesen Sachen, die sehr unterschiedlich sind, trotzdem derselbe Stoff drin ist. Und da hatte ich mich irgendwann mal mit jemandem drüber unterhalten, die halt auch sagte, ja, ich vertrage keinen Zimt und Ausschlag und bla. Ich dann auch gefragt habe, so, ist es nur der Zimt oder ist es halt vielleicht ein bestimmter Teil davon und kann es sein, dass das irgendwie bei anderen Sachen auch passiert, ne? Und schon ganz interessant, dass das halt auch so Teile sind, auf die man überhaupt allergisch sein kann. Fand ich auch irritierend. Ja gut, wenn man so, also ich glaube, ich kann irgendwie alles essen. Es schmeckt zum Beispiel, Zimt mag ich nicht, weil es vom Geschmack her einfach nicht, das ist nicht mein Ding. Aber ich glaube, er würde mich jetzt nicht irgendwie sonst so körperlich angreifen und da bin ich relativ
robust, was das angeht. Aber es ist natürlich wirklich doof, wenn du da körperlich drauf reagierst, auf irgendeinen Inhaltsstoff. Und du musst dann drumherum essen. Das ist echt schon nicht so lustig. Ja, also die gute Nachricht ist ja, dass wenn man es schafft, halt weite Teile ohne solche Sachen auszukommen, wenn dann mal was drin ist, dann ist es halt nicht schlimm, ja, und schlägt dann auch einfach vielleicht mal eine Weile nicht an, aber halt sowas wie Weihnachten, ne, also wo du halt so ziemlich alles davon hast, ist dann halt so irgendwann, okay, jetzt ist dann auch mal wieder gut und dann braucht es aber auch so 2-3 Wochen oder sowas, bis halt wieder weg ist, ne, also das ist, ja, halt muss man auch ein bisschen für sich selber dann halt rausfinden, das ist Leute, die halt, keine Ahnung, Laktose oder so nicht vertragen, bei denen sind die Auswirkungen ja viel schlimmer. Also so in Anführungsstrichen ein bisschen Ausschlag und Pickel kriegen oder sowas ist jetzt nicht geil, aber es ist jetzt nicht, ich muss einen Notarzt rufen, ja? Ja, Leute, ja, ja. Keine Nüsse vertragen oder so. Und ja, also von daher ist das alles noch im erträglichen Bereich, alles fein. Aber ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass die Sache eben mit diesen Fertiggerichten halt auch schwierig ist. Und man halt auch einfach, genau, und man halt auch einfach aus anderen Gründen ebenfalls zum Kochen in Anführungsstrichen gezwungen wird, ja. Wir kommen zur Service-Ecke des Sendegartens. Wir haben eine Zuhörerfrage oder Hörerinnenfrage. Ab wann sind gekeimte Kartoffeln schlecht? Ich rebel die einfach ab, sind dann allerdings noch recht kurz. Tatsächlich ist der Gehalt dieses Giftstoffes, der bei den gekeimten Kartoffeln ja entsteht, das Solanin, sind hauptsächlich in den grünen Teilen. Also zusammen mit den Keimen tauchen ja dann auch diese grünen Stellen an den Kartoffeln auf. Und hier der Chat hat ja schon einige Strategien geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es auch so, dass ich dann großzügig die gekeimten und grünen Stellen wegschneide. Und das sollte auch okay sein. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass wenn Kartoffeln heutzutage auf den EU-Markt kämen, würden sie gar nicht mehr nach unseren heutigen Richtlinien zugelassen werden, weil sie halt einfach aufgrund dieser Giftstoffe wahrscheinlich als zu gefährlich eingestuft werden. Aber tatsächlich geht es halt hauptsächlich darum, dass man keine grünen Pflanzenteile davon isst. Okay, keine grünen Kartoffeln und kein grünes Fleisch essen. Das ist so. Und kein gelben Schnee essen. Es sei denn, es ist grün mariniert, schön in Kräutern und so. Und kein gelben Schnee, genau. Ich hörte letztens, dass Kapern auch, wenn man sie roh isst, nicht gesund sind, habe ich gehört. Aha. Das wäre ich habe meinen Podcatcher gefragt, was denn so die letzte Episode gewesen ist vom Hobbykochpod und dann hat sie mir das Gespräch mit Malik Aziz ausgespuckt, was ihr beide geführt habt. Ist das tatsächlich die letzte? Jetzt stimmt es nicht mehr, aber okay. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ja, genau, da wollte ich erstmal so ein bisschen hin. Vorher ist noch die Frage, du hast gerade angedeutet, dass du auch neben dem Kochen auch noch malst und schreibst. Bist du ein vielseitig talentierter Mensch oder ist das auch beruflich bei dir bedingt? Wie kommt das, dass du so kreativ bist? Also ob ich jetzt talentiert bin, das müssen andere beurteilen, das kann ich jetzt nicht einfach so behaupten oder möchte ich nicht gern. Ich mache tatsächlich sehr gerne kreative Sachen. Beruflich habe ich zum Teil auch mit kreativen Themen zu tun, zumindest bei dem Job, den ich ursprünglich gelernt habe, da geht es halt um E-Learning, also Lernen über das Internet und da halt hauptsächlich auch der Teil der Medienproduktion für E-Learning-Inhalte. Und da kann man natürlich gestalterisch auch kreativ werden, muss sich dann natürlich ein bisschen mehr an Vorgaben halten, man muss letzten Endes ja dann auch noch benutzen können und die Lerninhalte auch noch erkennen können. Aber da kann man hin und wieder dann auch ein bisschen was Schönes unterbringen. Ja, und sonst beschäftige ich mich halt gerne bei Dingen, die man gestalten kann, und probiere da halt auch immer gerne Sachen aus. Habe ich jetzt auch schon überlegt, ob ich das in irgendeiner Form auch noch in Medien unterbringe. Halt so wie Claudia das macht mit dem Making. Das ist ja ein schöner Oberbegriff für diese Sachen, einfach irgendwas auszuprobieren und zu machen, anstatt das jetzt auf irgendein Genre oder irgendein Feld zu begrenzen.
Sowas in der Art würde ich, glaube ich, auch noch gern machen, aber dann vielleicht auch wirklich mit Video mal, damit man dann auch sieht, gerade beim Malen wäre es, glaube ich, ziemlich spaßlos, da einen Podcast drüber zu machen, so, oder man müsste es sehr, sehr detailliert beschreiben, so, jetzt male ich hier einen Baum oder so und dann weiß ich nicht, ob das was bringen würde. Ja, ich arbeite da ja primär mit Fotos dann. Also wenn ich jetzt halt so bei Desperate House Hackers Podcast halt irgendwie koche oder halt auch beim Seifen machen und so weiter, haben wir einfach überall Fotos dann in die Shownotes gegeben, um halt dann das Visuelle eben mit rüberzubringen. Aber das war halt auch so die Überlegung. Also ich kann das gerade sehr nachvollziehen, aber Video ist tatsächlich genau nicht mein Medium. Und das war dann so, nee, irgendwie muss das auch mit Ton hinhauen. Und dann waren es dann halt eben die Fotos, die dazu kamen, ja. Ja, es ist halt, der Aufwand vervielfacht sich, sobald man Video ins Spiel bringt, ne? Also beim Hobbykoch-Podcast habe ich ja hin und wieder mal Videos produziert. Da musste man plötzlich die Küche aufräumen und putzen. Die ist ja dann im Bild. Also schmutzige Details im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei verschiedenen Themen, ich habe dann versucht, auch mehr Fotos zu machen von den Zutaten und dann vielleicht auch von einzelnen Schritten, aber das erhöht den Aufwand halt enorm. Und ich glaube, bei manchen Themen, also so Seife herstellen, geht das sicher noch gut mit beschreiben. Aber wenn ich jetzt irgendein größeres Teil aus Holz baue oder irgendwas male, da interessiert mich persönlich auch oft der Prozess. Da ist dann das Bild oder das Objekt, das am Ende rauskommt, gar nicht mal das Spannendste, sondern man möchte vielleicht auch sehen, wie macht die Person das und wie kommt sie dann zu diesem Ergebnis. Weil daraus lernt man dann ja auch ganz viel. Stimmt. Kai Ross, genau. Ja, das ist tatsächlich auf meiner Ausprobierenliste. Ich möchte tatsächlich mal nach einem dieser Bob Ross Videos ein Bild malen. Gibt es auch auf YouTube Videos, das haben Leute schon natürlich vor mir gemacht, aber das muss mich ja nicht abhalten, das auch mal auszuprobieren. Nee, genau, das muss dich nicht abhalten. Aber eine interessante Geschichte, wenn ich mir so überlege, wie die Entwicklung so war. Zuerst stand das Essen im Kochbuch. Also es hat angefangen mit dem Buch. Dann kam irgendjemand auf die Idee zu sagen, lass uns das doch mal verfilmen. Und ich habe gerade nachgeguckt, weil ich mir fiel nicht mehr ein, wie er heißt. Clemens Wilmenrott gilt als der erste Fernsehkoch, zumindest in Deutschland. 1953 hat er damit angefangen, wo auch Leute gesagt haben, das interessiert doch keinen, du kannst doch nicht im Fernsehen kochen. Aber immerhin hat man ja noch das Bild dabei. Dann hat man irgendwann mal angefangen, im Radio zu kochen. Ich habe mal so eine Diskussion gehört, wo jemand gesagt hat, das geht doch eigentlich gar nicht. Wie will man denn so einen visuellen, praktischen Vorgang überhaupt akustisch darstellen? Und dann hat jemand gesagt, es geht trotzdem. Und jetzt machst du es sogar im Podcast. Das finde ich ganz witzig. Aber überlegst auch, also es ist ja eigentlich eine besondere Herausforderung, Hörerinnen und Hörer da bei diesem praktisch-optischen Vorgang mitzunehmen. Ich muss also ganz viel beschreiben. Ja, zum Beispiel. Was findest du, da ist die Herausforderung? Naja, eigentlich muss man sehr viel Zeit ausfüllen, weil ich trenne jetzt die Eier, ist schnell gesagt. Vielleicht, wenn man das zum ersten oder zweiten Mal in Podcast hat, dann kann man es noch ein bisschen detaillierter beschreiben für diejenigen, die jetzt damit überhaupt nichts anfangen können oder vielleicht da ein bisschen Anleitung sich wünschen würden, wie man da jetzt vorgehen kann. Aber dann, wenn ich jetzt für einen Kuchen oder für ein Soufflé jetzt irgendwie mehrere Eier trenne, dann ist die Zeit, die ich brauche, um das parallel zu machen, doch länger als die Erklärung braucht. Also die Herausforderung ist dann, das irgendwie mit anderen Themen zu füllen, ohne dass es jetzt komplett aus den Fugen gerät und man jetzt irgendwie am Ende gar nicht mehr weiß, um welches Gericht es ging. Also ich zitiere Kant oder so. Genau. Dann brauchst ja nur ist noch der Einschlafen-Podcast plötzlich drin und die Leute schlafen in der Küche ein. Einschlafen-Podcast. Also ich schneide solche langen Strecken im Zweifelsfall auch einfach. Also gerade wenn es dann vielleicht im Hintergrund laut ist, weil der Mixer läuft oder sowas, ja, dann mache ich dann halt einfach so ausblenden. Kurz Pause, wieder einblenden und, ne, und dann sind halt im Zweifelsfall einfach mal so 3 Minuten Mixen raus, weil klar.
das ist eh laut einfach nur. Und dann, Das mache ich natürlich auch, denn dieses Mixergeräusch, das jetzt irgendwie 3, 4, 5 Minuten laufen zu lassen, wäre auch einfach irgendwie unsportlich. Das wird sich keiner anhören. Genauso jetzt, wenn ich eine Sache eine Stunde in den Backofen schieben muss oder noch länger, dann würde mir auch jetzt nicht so viel zu erzählen einfallen. Oder es würde tatsächlich am Ende irgendwie ein ganz anderer Podcast, dass man denkt irgendwie, was erzählt er jetzt so lang? Eine Stunde, danke, wäre doch nicht schlecht. Ja. Ja, man könnte es natürlich auch anders aufziehen und sich einfach Leute in die Küche einladen und fertig. Dann eine Stunde lang mit den Leuten quatschen einfach. Das wäre nochmal ein ganz anderes Format, aber auch, auch sicher interessant. Ja. Warten aufs Essen, immer. Ja, super. Ja. Und dann hast du jemanden dazwischen, der nörgelig wird, weil er Hunger hat. Genau. Der ist schon fertig, Podcast. Aber wie machst du das denn praktisch, wenn ich mir gerade vorstelle, du trennst Eier, das heißt, du brauchst beide Hände, dann hast du ja keine Hand, um ein Mikrofon festzuhalten. Wie geht das? Mhm. Wie machst du das denn? Ja, nun, du hast doch jetzt auch gerade ein Headset auf, oder? Ja. Also, ja, wenn du sagst, die sind auch für mich verfügbar. Das ist ja eine gute Antwort. Dann habe ich ein Zoom H4n, das passt in meine Hosentasche. Das stelle ich einmal ein und dann bete ich immer, dass die Batterien halten und nicht irgendwo, das, was auch schon 2, 3 Mal vorgekommen ist, dann plötzlich kein Saft mehr da war und ich dann irgendwie 10 Minuten einfach meiner Küche das erzählt habe. Und dann klappt das eigentlich schon. Schwierig wird es tatsächlich, es gibt ja spezielle Fans für die Episoden, die ich mit meiner Tochter zusammen produziere. Da habe ich jetzt einfach nicht das Equipment. Ich habe zwar 2 Headsets, aber wenn ich die beide an das Zoom anschließe, dann haben wir natürlich komische Effekte, wenn einer plötzlich losläuft und irgendwas holen will, dann merkt man plötzlich, dass man aneinander gefesselt ist über das Gerät. Mehradrig verbunden, genau. Ich habe es dann tatsächlich oft versucht, dass ich dann möglichst alles irgendwo hinstelle und wir das dann vor Ort dann einfach zusammenrühren und dann so quatschen können. Und aber es gelingt nicht immer, gerade weil ich halt sehr unkoordiniert bin. Dann muss ich doch hin und wieder mal aufstehen und irgendwas holen. Also solche Folgen wird es auch wieder geben, aber vielleicht fällt mir auch noch eine bessere technische Lösung dafür ein. Ja, aber es gibt ja. Darf er jetzt wieder nicht sagen. Du darfst nicht sagen, warum? Ich habe für das Desperate House Hackers, das hatte ich ja eigentlich mal angefangen, quasi so als Quick and Dirty Podcast, was sich auch schon wieder nicht durchgesetzt hat. Ja. Und den nehme ich ganz banal einfach mit dem Telefon auf. Ja. Und nehme im Zweifelsfall das Telefon mit rüber und im Zweifelsfall gehe ich halt auch einfach mal 3 Schritte davon weg und dann hört man mich irgendwo im Schrank rödeln und da bin ich doch relativ schmerzbefreit. Übrigens gab es sehr interessantes Hörerinnen-Feedback von der Folge, wo das Ginger Ale übergegangen ist und der spitze Schrei zusammen mit dem Vorschlag, dass zu den Skills, die man braucht, um Ginger Ale herzustellen, dass man auch den Boden wischen können sollte, kam sehr gut an. Das hast du nicht rausgeschnitten? Nö. Das war ja, das gehört ja zum Öffnen halt auch mit dazu. Ja, ja, klar, finde ich gut. So, du machst die Flasche auf und es geht psch. Und dann ist erstmal die Fontäne an der Decke. Super. Und ja, Flaschengärung ist schon ein spannendes Thema. Ich habe da auch schon Obstweine hergestellt, wo sich dann in, die legt man ja dann möglichst irgendwo hin, dann drückt sich durch die Kohlensäure, die sich bildet, der Korken raus und dann läuft das schön in den Keller rein. Also habe ich also auch einige Erfahrungen machen dürfen. Verdammt, ja. Ganz schlimm sind Stückchen drin. Stückchen drin sind gar nicht gut. Ja. Die beschleunigen das Ganze dann nochmal schön. Flaschengerunge. Ja. Das ist dann irgendwann. Jemand hat mal dieses Wort so ausgesprochen. Total schön. Was, Claudia? Entschuldigung. Dreht ruhig. Nein, es war übrigens auch mal die Überlegung von den Paula-Büchern, also das sind ja so mit Kaffee und Schokolade, halt mal Kochbücher zu machen, damals, als sie noch beim Verlag waren. Und da hatte ich dann halt auch gesagt, natürlich bleiben die Takeouts im Buch.
Ja, also natürlich gibt es irgendwo hinten dann eine Section mit Dingen, die schiefgegangen sind. Weil das ist ja, also ich finde Kochbücher schön, ja, also sie sind wirklich immer, viele davon sind sehr schön gemacht, ja, aber mir fehlt irgendwo so der Realitätsbezug. Na, das ist das, was du vorhin meintest, mit, das sah jetzt aber eigentlich da im Buch ganz anders aus. Genau. Und dann so ein Teil mit, was schief gehen kann, finde ich, gehört eigentlich dazu. Ja, und tatsächlich alles so lernt man daraus ja am meisten, ne? Ja, genau, genau. So Küche erst vorne, Küche hinterher. Genau, erstmal nimmt es demjenigen, der das präsentiert, so ein bisschen die Krone und so eben dieses Flair von dem perfekten Koch, so der das alles hinkriegt. Ich finde es immer sehr schön, wenn Menschen den Mut haben, so Sachen zuzugeben, die sie menschlich zeigen, ne, und dann halt auch mal scheitern zugeben können. Und wie gesagt, es ist halt, wenn du den Fehler zugibst und die Leute das daran teilhaben lässt, dann führt es vielleicht dazu, dass sie den Fehler dann nicht mehr machen, wenn sie es nachmachen. Hoffentlich, ja. Ja. Genau, ja, aber sie haben dann die Genugtuung oder die Erleichterung, jetzt ist es nicht nur mir schief gegangen, so. Genau, und es entstresst auch für einen selber die Sache einfach ungemein. Das ist so wie beim Vortragen oder sowas, ja, oder halt, wenn man Vortragende ist, dann ist man halt nicht die Person, die alles weiß, ja, und man kann sich auch irren und man kann Sachen auch einfach nicht wissen, und wenn man das dann einfach zugibt, ja, dann muss man sich da nichts aus den Fingern saugen und ist viel stressfreier. Ja. Ja, gerade in der Wissenschaft ist es überhaupt oft, ne, dass dann irgendwas erforscht wird und das unheimlich schief geht. Aber das wird natürlich dann verschwiegen, weil Forscher müssen ja eben alles wissen und alles richtig machen. Und dann kommt der Nächste und probiert es wieder aus. Und statt dass irgendjemand mal sagt, Leute, das müssen wir nicht mal ausprobieren, weil das funktioniert nicht. Ne? Also gibt es ja mittlerweile auch Initiativen und Journals, die gerade so schiefgelaufene Experimente dann auch dokumentieren, um zu vermeiden, dass es dann immer wieder ausprobiert wird. Spart ja dann auch eine Menge Zeit und Geld. Ja, allerdings. Auf jeden Fall, obwohl es gibt auch Entdeckungen oder Erfindungen, die gemacht wurden, obwohl man eigentlich früher immer gesagt hat, das geht nicht, bloß weil die Person nicht wusste, dass es nicht geht, und dann hat es doch funktioniert. Das finde ich, solche Sachen finde ich schon immer witzig dann. Die blaue Leuchtdiode gäbe es zum Beispiel nicht, wenn alle sich darauf, also das war, glaube ich, tatsächlich auch eine Kombination von Elementen, wo es schon Leute probiert haben, und dann hat es ein Japaner, glaube ich, nochmal anders versucht oder mit einer anderen Methode und hat es hinbekommen und hat dann eben diesen Multimilliarden-Dollar-Mark und Markt und Flat-Screens und alles möglich gemacht. Wow. Ja. Nur weil er das Memo nicht gelesen hatte, dass es nicht möglich ist. Das geht nicht. Das geht mir doch egal. Ja, ich habe irgendwann auf Twitter mal auch geschrieben, weil also die erste Teamrunde bei meinem neuen Job war halt auch so Kreatives beisammen, wir sollen Ideen sammeln, und dann habe ich auch so, weil ich das alles noch nicht kannte, so Ideen geäußert, und dann saßen so zwei, drei Kollegen immer, ja, das haben wir doch, und nee, das funktioniert nicht, und dann habe ich halt nachher vollkommen frustriert so geschrieben, wenn man in Deutschland sagt, ich habe eine Idee, kommt also mitten im Wald, kommt hinter irgendeinem Baum einer vor und sagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das hatten wir vor 10 Jahren. Ist bei uns einfach so, so Spinner, und vor allen Dingen auch Leute, die sagen, ey, finde ich geil, probier das mal aus, gibt es halt viel zu wenig. Es gibt halt immer eher die Leute, die sagen, ach nee, du, das geht, glaube ich, nicht. Das solltest du lieber sein lassen. Leider war. Ich fühle mich ertappt. Hilfe. Wieso? Zu welcher Gruppe gehörst du? Ach, ich bin seit 20 Jahren an ein und derselben mehr oder weniger Arbeitsstelle, und es kommen immer wieder neue Kollegen, die so für ein Jahr oder so da sind. So, das ist dann für Absolventen, die da an der Uni irgendwas gemacht haben, und dann machen die ein Jahr da und gehen dann wieder weg. Und was wir da schon an Wiederholungsideen hatten, und da kommen junge Leute und sagen, ja, aber könnt das ja so und so und so machen, und ich weiß genau, warum wir damals daran gescheitert sind. Und die Bedingungen haben sich halt nicht geändert. Und dann merke ich schon, wie ich innerlich dann so ein bisschen die Augen verdrehe und sage, ah gut, okay, dann machen wir das jetzt wieder, und wir werden wieder erleben, dass es nicht geht. Und, da bin ich schon so ein bisschen der alte Nörgler geworden, so, ja, muss ich leider sagen. Ihr könntet auch einfach beim nächsten Mal dokumentieren,
warum es nicht funktioniert, oh, und wir so ein internes Wiki machen, oh, das den Neuankömmlingen in die Hand drücken und sagen, geile Idee, die Wege haben nicht funktioniert, finden neuen. Ja, da hätten alle was von, ja? Super. Das ist ja auch mein Credo, dass man sagt, okay, wir haben damals die Idee abgelehnt aus folgenden Gründen, ne, das und das und das sprach dagegen. Dann würde ich, wenn die Idee jetzt heute kommt, sagen, gibt es diese Gründe noch? Oder haben sich auch Umgebungsbedingungen geändert? Wenn eine Änderung eingetreten ist, ist es ja durchaus legitim, das nochmal zu versuchen. Aber dann müsste man wissen, unter welchen Rahmenbedingungen hat man es damals abgelehnt. Und das wäre genau die Dokumentation, von der du sprichst. Und natürlich gibt es die nicht. Es wird jeden Tag die Welt neu erfunden. Und das geht, also es ist manchmal ein bisschen anstrengend, sagen wir mal so. Es hat eine gewisse Kreativität. Ja, es hält die Leute auch am Leben. Aber so, wenn man da wirklich über lange Zeit daneben steht und denkt, ach nee, komm, nicht jetzt das schon wieder. Also es ist doch Scheitern mit Ansage. So, ja gut, dann machen wir das halt. Ja, ja, aber guck mal, dann schreibst du das einfach beim nächsten Mal in die Jobbeschreibung rein, dass wer auch immer jetzt als nächstes kommt, ja, so nächste, Next Generation, ja, die dürfen dann, wenn sie den Versuch wieder machen, gleich mit Dokumentation, ja, das ist jetzt wie bei jedem Softwareprojekt, bitte gleich mit Dokumentation, der Code ist keine Dokumentation. Du sprichst mir aus der Seele, ja, ja, ich aber ich kann mich damit nicht durchsetzen. Gemacht. Ja. Ja, ein Unternehmensgedächtnis aufbauen, ein Wiki bauen, ja, das ist total super, genau. Aber da sträubt sich irgendwie alles und jedes dagegen. Ich weiß nicht, was da so schwierig ist. Ja, weil in dem Fall, im Gegensatz zu dem, was wir vorher gerade gesagt haben, ganz viele Menschen glauben, dass sie ganz viel zu verlieren haben, wenn plötzlich andere Menschen ihnen in Anführungsstrichen über die Schulter gucken können und sehen, was sie tatsächlich machen. An genau solchen Einstellungen scheitern zum Beispiel halt auch so agile Methoden halt, ne? Wenn du sagst, okay, und wir arbeiten jetzt hier mit Arbeitspaketen und so weiter. Ja, aber dann sieht ja jeder, was ich mache und wo ich bin, an welcher Stelle in dem Prozess und überhaupt. Also, ja. Ja, aber da sieht ja jeder, wie viele Aufgaben ich noch vor mir habe. Ja, und das hilft allen anderen zu vermeiden, dass sich alles bei dir staut, sondern wir können es vorher schon anders verteilen. Ja, aber dann sehen ja alle, was ich arbeite. Ja, richtig. Weißt du, und das ist so, an der Stelle kann da halt auch ganz viel scheitern, weil die dann halt vielleicht eben nicht so diese Offenheit haben, von der wir vorher gesprochen haben, ne? Dass man eben auch zugeben kann, dass man gerade vielleicht einen Fehler gemacht hat oder dass man eben keinen Stress damit hat, wenn einem jemand beim Kochen, ne, über die Schulter guckt. Die Schulter schaut. Zum Beispiel. Naja gut, ja. Das ist ja eine gewollte Situation. Ne? Ansonsten ist es ja quasi die auch ein Stück weit die informationelle Selbstbestimmung, was dürfen andere über mich wissen. Ja, da tue ich mich dann auch so ein bisschen schwer zu sagen, mehr Transparenz, wenn sie es dann nicht wollen. Also wer will, ist gut, wer nicht, zwingen ist auch mal so ein bisschen. Ach, ja gut, aber wir kommen gerade ein bisschen weg vom Kochen und vom Kai vor allen Dingen. Danke, dass du uns diese kleinen Abschweifungen gewährst. Wie ist denn dein Podcast-Angebot eigentlich entstanden? Also ich habe jetzt den Hobby-Koch-Podcast vor Ohren und du machst mit dem Sven zusammen seit einiger Zeit den Kulinarikast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sind das die einzigen oder? Mit gibt's dem Christopher den Zeitspeise-Podcast. Ach ja, den gab es ja auch da noch. Da haben wir jetzt eine lange Pause gemacht, aber wir haben nach wie vor vor, das wieder aufzunehmen. Okay. Und zum Thema Kochen, lass mich mal kurz überlegen. Ich hatte eine Zeit lang so ein Format Nahrungsbausteine, wo ich mich um einzelne Vitamine und sowas kümmern wollte. Das ist leider irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. No! Ja, bei der Folge über Eugenol bin ich dabei. Ja, ich habe eigentlich Lust auf diese Themen, also so Bestandteile von Lebensmitteln und so, aber wie gesagt, das dann wieder so strukturiert auszuarbeiten, da kann man dann halt auch nicht so vor sich hin erzählen, sondern dann soll das ja auch Hand und Fuß haben. Und ja, es ist ein bisschen anspruchsvoller. Und dementsprechend ist es so als erstes hinten rübergefallen, als ich mir Gedanken machen musste, was ich denn weitermache. Aber ich gebe das Format gerne frei, also das ist alles noch da und kann auch gerne übernommen werden.
Oh ja. Vielleicht gibt es der Quantenrost natürlich, der wird immer hier, hier ist, sind so ein paar Quantenrost-Fans im Chat, die möchten, dass ich das erwähne. Ja, auf jeden Fall. Wie kann ich das denn übersehen haben? Mein Gott. Ja. Oh meine Güte, meine Augen werden müde. Mein Geist wird schwach. Meine Ohren sind alt und gebeugt. Genau. Aber wie kam das denn, dass du in Mikrofone gesprochen hast überhaupt? Tatsächlich wie bei vielen, dass ich erst Podcast-Hörer war. Über einen Freund, der sagte, ja, ich höre diese Podcasts, total cool, musst du dir mal anhören. Und dann habe ich das gemacht und dachte, das ist ja cool. Und das ist auch eigentlich relativ einfach, damit anzufangen. Ne, dann war das noch so eine Zeit vor, ich habe jetzt nachgeguckt, bald 8 Jahren, wo das alles noch so ein bisschen, da war Podcast, glaube ich, gerade einmal totgesagt worden und kam dann gerade so wieder ein bisschen zurück. Ne, das wurde ja erst so aus der Blogger-Szene dann in die entwickelte sich das und dann haben aber viele gemerkt, das ist doch auch ein bisschen anspruchsvoll, was die technischen Voraussetzungen angeht. Naja, und dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt was ausprobiere, was könnte ich denn jetzt für ein Thema nehmen? Und dann fiel mir halt mein All-Time-Favorite-Thema ein, das Kochen. Hab dann auch kurz überlegt, ob das sinnvoll sein kann, wenn man jetzt irgendwie gerade da zu der Zeit waren auch nicht nur wie heute 1 Million, sondern gefühlt 1 Milliarde Kochsendungen im Fernsehen. Und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich dann derjenige, der noch irgendwas auf die Ohren erzählt vom Kochen, ob das jemanden interessiert, und habe es dann aber einfach gemacht und konnte mir dann Equipment ausleihen, und ohne jetzt groß Geld zu investieren, habe damals einen Zoom H2, glaube ich, dann auf mein Küchenregal oben gelegt und habe dann so ein bisschen nach oben gesprochen beim Kochen, und so sind die ersten Sendungen dann entstanden. Und dann hast du einen eigenen Feed eingerichtet und hast Hörer gewonnen. Wie hast du denn die gewonnen? Ja, gute Frage. Also es ist einfach so entstanden. Ich bin dann in der Zeit, als das anfing, habe ich ja in Lüneburg gewohnt. Da war natürlich Hamburg recht nah. Dann bin ich mal zu so einem Podcaster-Treffen gegangen, habe den Alexander Hoaxmaster kennengelernt und den Tobi Bayer und viele andere. Und dann haben die mal in ihren Podcasts erwähnt, dass sie den Kai vom Hobbykoch-Podcast kennengelernt haben. Und ne, wenn dann die das machen, dann kommen ja plötzlich ein paar 10.000 Leute auf die Idee, dass sie das vielleicht mal anhören könnten. Und ja, so entstand das dann. Natürlich dann auch auf Twitter habe ich sehr viel rumgeulkt und mich da herumgetrieben. Und da kommt dann so eins zum anderen. Wie viele Episoden hast du jetzt so insgesamt? Hast du einen Überblick? 259 waren es vor der langen, langen Pause. Also wären es jetzt mit der aktuellen streunenden Episode 260. Streunende Episode? Was bedeutet das? Ja, das ist ja, habe ich ja vor einiger Zeit auf Twitter geschrieben. Ich hatte ja mir eigentlich vorgenommen, Anfang des Jahres wieder mit dem Hobbykoch-Podcast weiterzumachen. Stellte sich heraus nach der langen Pause, ich habe dann mal so alles abgestaubt und alle Programme einmal hoch und wieder runtergefahren. Und dabei stellte sich heraus, dass der Zugang zu meinem FTP-Server, wo ich dann halt die Dateien hochladen muss, damit sie über den Feed verfügbar sind, da hatte ich keinen Zugriff mehr. Meine Vermutung ist jetzt, dass ich kurz vorher hatte ich eine Domain gekündigt, die e-du.media, weil die hätte sonst angefangen teuer zu werden, und die Projekte, die ich damit verbinden wollte, die habe ich zumindest erstmal jetzt zurückgestellt und wollte das Geld dann nicht investieren. Naja, und wie gesagt, diese Domain war quasi das oberste Verzeichnis auch in der Struktur. Ich kenne mich damit zu wenig aus und möchte jetzt auch nicht so viel Blödsinn erzählen. Auf jeden Fall habe ich keinen Zugriff mehr auf die Verzeichnisse und kann da nichts mehr hochladen. Und derjenige, der das mir zur Verfügung stellt, das ist halt so auch ein Gefallen. Und da kann man jetzt halt auch nicht wie bei einem
kommerziellen Anbieter sagen, hör mal so, jetzt muss das aber sofort erledigt sein. Ich habe dann auch über Dritte erfahren, dass da jetzt im Moment bei dem gerade viel Stress ist und da habe ich dann eben auch immer so viel Verständnis dafür und wollte da jetzt auch keinen Druck machen, habe zwar dahingeschrieben und gesagt, hör mal, das und das funktioniert bei mir nicht, aber das hat jetzt überhaupt keinen, ist jetzt überhaupt nicht dringend, aber wenn du mal draufschauen kannst oder das für dich nur ein Klick ist, dann kümmere dich doch bitte drum. So. Und dann habe ich jetzt aber gemerkt, dass ich keine Sendung mehr produziere, weil ich denke, immer gedacht habe, so wenn das jetzt noch nicht geklärt ist, kannst du es ja gar nicht veröffentlichen. Und habe dann aber jetzt parallel mal geguckt, was ich jetzt machen kann in der Zwischenzeit oder alternativ. Es gibt ja doch mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, jetzt ohne große Investitionen mal seinen Podcast zu veröffentlichen und habe jetzt einfach mal eine Folge aufgenommen und verschiedene Sachen ausprobiert. Okay, die streunt also jetzt durch die Gegend. Da hast du verschiedene Kanäle für benutzt. Wenn ich den alten Feed benutze, bekomme ich sie nicht oder bekomme ich sie doch? Warte mal, ich gucke aktuell mal nicht. Aha. Das war ja vor zwei, drei Tagen, wo ich das erstmal auf diese verschiedenen Plattformen hochgeladen habe. Aus nicht allen fallen RSS-Feeds aus, aber ich habe mir jetzt vorgenommen für das kommende Wochenende, dann, es gibt ja eine Möglichkeit, ist jetzt sehr technisch, aber wir sind ja unter uns, dass man kann ja im Podlove-Plugin von einem RSS-Feed auf einen anderen weiterleiten. Und die Idee wäre jetzt, den RSS-Feed, der bei meinem Podigy-Account, bei dem sozusagen bei dem Ersatz-Podcast-Feed, der da gerade erzeugt wird mit der einen Episode, dass ich den weiterleite auf den anderen. Hat vermutlich dann den Effekt, dass alle alten Episoden weg sind und die neue, wenn im Idealfall dann aber auch verfügbar und dass das quasi ein Neuanfang ist. Die alten Folgen sind dann nicht weg, die kann man über die Webseite noch abrufen oder halt über den etwas ungewöhnlichen Weg über YouTube, weil da sind alle Folgen auf jeden Fall auch archiviert. Mhm. Das ist so die aktuelle Strategie und ein anderer Plan ist halt noch das sogenannte Fediverse zu verwenden. Da ist jetzt aktuell Bewegung reingeraten. Das ist ja sozusagen das Internet nochmal in schön und lieb und ohne böse Absichten. Und da gibt es halt einen Service, der sich Funkwhale oder Funkwhale nennt, der hauptsächlich auf Musik ausgerichtet ist, wo aber seit einiger Zeit in Bewegung geraten ist, dass man da auch Podcasts publizieren können soll. Und da wurde jetzt wohl auch neulich ein Durchbruch erzielt. Es soll aber wohl noch 2-3 Wochen dauern, bis dieses Feature quasi, dass man Folgen hochladen kann und dann RSS-Feeds daraus fallen, bis das bis das live geht, bis das ausgerollt wird. Und dann werde ich das auf jeden Fall auch ausprobieren. Von daher, ich zögere jetzt im Moment, da jetzt groß mit dem RSS-Feed herumzuspielen, weil natürlich viele Menschen nur diesen Feed abonniert haben und dieses ganze Social-Media-Gejammer gar nicht mitbekommen haben. Und wenn ich da jetzt irgendwie mit dem großen Schraubendreher drin rumprokel und alles kaputt mache, dann habe ich halt so große Sorge, dass ich viele Menschen dann verliere, die das vielleicht trotzdem noch gern gehört hätten. Okay, ja klar. Ja, das ist immer doof, ne? Wenn man so während der Reise die Pferde wechseln muss. Das ist immer so ein bisschen genau. So ein bisschen eine Krux irgendwie. Aber Funkwhale, Funkwhale, wie auch immer, das auszuprobieren, das ist natürlich auch spannend. Da bist du einer der Ersten, glaube ich, hier aus der Ecke, die ich so kenne, der da mal dran packt. Oder bist du schon mit irgendeiner Produktion da drin, Claudia? Nee, noch nicht. Ich war bei zwei von deren Entwickler Online-Treffen dabei, so quasi mit dem, um den Anwendungsfall Podcast-Host beziehungsweise Podcast-Publisher zu vertreten, halt auch von der europäischen Sicht, weil in Amiland ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen anders teilweise noch. Wir haben ja jetzt hier halt auch mit Urheberrechtsreform und gegebenenfalls Umzügen von
Feeds und so weiter dann da etwas mehr eben mit zu tun oder halt eben auch mal eine ganze Plattform dann schließen und irgendwo eine neue dann mal aufmachen nach 3 Jahren eben wegen Upload-Filtern und so weiter, je nachdem wie das Ganze jetzt dann umgesetzt wird. Ja, jedenfalls hatte ich jetzt auch mitgekriegt, dass sie mittlerweile soweit sind, dass RSS-Feeds grundsätzlich funktionieren. Ich warte da auch gerade recht gespannt drauf. Also gucken wir mal. Wird demnächst. Ach, schön, wie du gerade gesagt hast, Kai, da wo das Internet noch schön und flauschig ist und die Welt. Ja. Ach, herrlich. Ja. Der Gedanke ist schön, so schön. Ja, gerade. Ich bin kaum noch auf Twitter. Also ich bin fast nur noch auf Mastodon. Das ist. Merke ich gar nicht. Ja. Du weißt aber auch sonst, wo du mich findest. Ja, klar, natürlich. Unter dem, neben dem Kaffeehaus. Kaffeehaus, das war das Wort, was mir fehlte. No. Kaffeehaus. Ja. Entschuldige, Kai, noch alles gut. Ich meinte nur gerade, weil wir ja in letzter Zeit häufig davon gehört haben, dass jetzt irgendwie die großen Marketing-Spezialisten das Thema Podcast entdeckt haben und denken jetzt aus verschiedenen Richtungen immer wieder denken, ah, da liegt ja kostenloses Zeug rum. Das sind ja Medien und das verwertet keiner. Oh, dann stecke ich mir das mal ein. Und da habe ich so ein bisschen die und auch so, ja, verschiedene Entwicklungen, die wo einfach von außen irgendwie etwas verwertet werden soll, was gar nicht so gedacht ist, wo alle dankbar waren, dass es nicht gemacht wird oder in einem sehr schonenden Ausmaß und das jetzt quasi in Gefahr besteht, dass das jemand kaputt macht, der keine Ahnung hat, was für Ideen dahinter stecken. Und darum finde ich halt das Fediverse und diese ganzen offenen Medienplattformen einen ganz guten Rettungsanker da, dass das nicht, dass es zumindest nicht vollständig den Bach runtergeht. Oh ja. Aber jetzt muss ich mal vielleicht mal nachfragen, warum macht das was kaputt, wenn andere, sagen wir mal, Verzeichnisse darauf verweisen, dass es dich gibt? Solange es nur Verzeichnisse sind, ist das ja schön und gut. Es gibt ja auch feed.de und wenn das halt einfach ein Katalog ist oder was auch bei iTunes lange war, ich weiß nicht, die Diskussion wird ja immer wieder aufgemacht. Ich finde es grundsätzlich auch nicht schlimm, einen Podcast kommerziell zu verwerten. Wir hatten das Thema ja, wenn jetzt irgendjemand käme und sagt, hier, hast du einen Mixer, sag doch mal in der Sendung, wie du den findest. Natürlich, ne, wüsste ich heute, dann ist der natürlich super, der Mixer, und nicht, dass ich dann sage, oh. Oder die drahtlosen Mikrofone, die dich dann durch die Küche bringen. Ne, also du merkst, wärst käuflich. Ich bin mir nicht sicher. Also man müsste halt schon genau hinhören, was da verlangt wird. Wenn jetzt jemand käme und sagt, ein Produkt, das ich eindeutig nicht unterstützen möchte, dass ich da behaupten soll, dass das gut ist, müsste ich schon mit mir kämpfen. Also ich würde schon gern Produkte empfehlen, wenn ich das überhaupt mache, von denen ich selber auch überzeugt bin. Das können sich natürlich dann hauptsächlich Leute leisten, die sich das aussuchen dürfen. Aber ich glaube, also ich hatte auch mehrere Fälle, wo zum Beispiel eine Folge, ein Beispiel, da hatte, glaube ich, irgendeinen Pizza-Service oder so angefragt, ob ich unter eine Folge mit Vicky, wo wir halt Pizza gebacken haben zusammen, dann nicht einen Link zu diesem Dienst hinstelle und dann irgendwie ein lächerlicher kleiner Betrag. Habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, das nimmt halt auch so ein bisschen die Unschuld aus dieser Sendung und eben gerade, weil ich das mit einem Kind zusammen gemacht habe, hätte ich es jetzt nicht richtig gefunden, da das zu vermarkten sozusagen, das Gefühl oder diese Stimmung, die darüber kommt, zu benutzen, um irgendeinen Bringdienst zu featuren. Und das ist halt die Frage, wenn man sich in diesen Bereich erstmal begibt, ob man dann vielleicht auch irgendwann die Perspektive verliert, dass ob man das jetzt machen soll oder nicht, sondern sagt, komm, ist Geld, nehmen wir. Die komfortable Haltung, die wir im Moment noch haben und die ich auch nicht schlecht finde, ist, dass Podcast noch
zumindest so weit unterm Radar läuft, dass die kleinen privaten Podcaster da gar nicht so extrem angefragt werden. So die einige, die halt richtig viele Abonnenten haben, die werden schon hin und wieder mal vielleicht in Versuchung geführt oder sie sagen halt immer wieder konsequent nein oder eben auch ja. Aber wie gesagt, das Thema stellt, die Frage stellt sich für mich gar nicht. Also ich find's halt schön, dass ich das als für mich als Hobby einsortieren kann. Das Geld, was das kostet, das gebe ich auch gerne aus. Und mir wäre es halt auch, mir persönlich würde es nicht gefallen, in jeder Sendung zu sagen, hört mal, ich habe aber auch Kosten, da könntet ihr doch auch ein bisschen was reinwerfen. Ich habe auch Verständnis für die Leute, die das in ihren Podcasts machen. Ich kann nur sagen, ich höre es selber nicht gerne oder wenn es in jeder Sendung fester Bestandteil ist, nervt es mich ein bisschen und darum mache ich es halt nicht. Verstehe ich sehr gut. Ich bin auch, das haben wir glaube ich irgendwann schon mal gesagt, da folge ich dem Ralf Stockmann, der irgendwann mal gesagt hat, er ist froh, dass er ja die Ultraschallentwicklung zum Beispiel auch einfach als Hobby betreiben kann und damit eben kein Geld verdienen muss. Das ist ein Luxus. Irgendwie ist es schon, also es ist schon, ich will mich da gar nicht irgendwie erheben, aber es ist, ich verstehe eben auch Leute, die sagen, ich kann mir das im Grunde nur leisten, wenn das wie nennt man das, eine Refinanzierung da ist. Also ja, wenn ich schon keine Gewinnerzielungsabsicht habe, dann möchte ich doch wenigstens eine Verlustvermeidungsabsicht durchaus in die Welt setzen dürfen. Das muss doch legitim sein. Da würde ich auch sagen, kann ich sehr gut nachvollziehen und ich bin aber, ja, wie du gesagt hast, auch der Meinung oder bin in der glücklichen Situation einfach sagen zu können, ist ein Hobby. Muss sich nicht rechnen. Also ist ein Zuschussgeschäft. Also ich meine, so wie eingangs 25 Stunden auf Honig geschenkt zu bekommen, das ist natürlich schon mal genial. Das ist schon mal refinanziert sozusagen, also der Zähler steht wieder hoch, da steckt dann kein Geld mehr drin, aber wenn es nicht wäre, dann würde ich es halt übernehmen. Also es war so am Anfang und das wird auch zukünftig so sein, wenn es mal irgendwann wieder runtergeht. Also das ist einfach der Spaß an der Sache sozusagen. Genau, und ich habe das am Anfang natürlich auch gemacht, gerade so in dieser frühen Zeit war das ja auch noch mit Flatter. Da wurde ja sehr viel experimentiert und da war auch ein bisschen Geld in Bewegung und so. Das ist ja leider dann ein bisschen schief gegangen, alles mit der weiteren Entwicklung. Und vielleicht ist, also mir ist das halt unangenehm, dann in der Sendung immer darauf hinzuweisen. Vielleicht, wenn, es ist dann natürlich auch immer ein Risiko, ne? Es gibt auch durchaus Podcasterinnen, Podcaster, die das ausprobiert haben, vielleicht auch davon geträumt haben, dass sie da einen gewissen Betrag reinbekommen und dann aber eher gar nichts gekriegt haben. Wenn man jetzt sagen würde, ich probiere das mal aus, einfach auch, weil mich das interessieren würde, ob Leute dafür auch Geld geben würden und das dann aber schief geht und keiner was gibt, ist natürlich auch dann doof, ne? Also von daher ist es vielleicht auch ein bisschen Feigheit, das nicht unter dieses Licht zu stellen oder diesen Test durchzuführen, ob da Leute Geld geben würden. Ja, kann man auch so sehen. Man entzieht sich natürlich diesem Versuch, ganz klar. Ne? Und es ist, ich finde es auch schade, ich glaube auch, dass es eben Menschen gibt, die sagen, oh, das ist aber toll und ich spüre, ich habe irgendwie eine mediale Präsenz, ich kann das, also das, ich fühle mich da wohl auch, wenn ich so etwas mache und das ist für mich sogar vielleicht auch eine berufliche Neuorientierung, weil mein alter Brotjob, der gefällt mir sowieso nicht so gut und vielleicht kann ich ja da irgendwie auf eine neue Schiene kommen. Die Idee ist völlig nachvollziehbar und ich finde es dann auch ein bisschen schade, wenn das dann nicht so aufgeht. So, wenn man dann irgendwann nach einer gewissen Zeit merkt, schöne Idee, aber sie fliegt einfach nicht. So, geht nicht. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen ernüchternd. Also möchte ich auch nicht mittauschen. Ist nicht schön. Und wenn die dann trotzdem an dem Hobby dranbleiben, also ich habe jetzt so hier Morgenradio zum Beispiel, die haben ja auch versucht, da das quasi durch das, was sie da einnehmen, dass sie sich darüber finanzieren. Und irgendwann haben sie gesagt, so wie das Modell gedacht ist, funktioniert es nicht. Dann haben sie etwas anders gemacht. Aber das war auch eine gewisse Enttäuschung. Das hatte uns ja der Explikator, wie heißt er denn jetzt? Name vergessen, auch mal erklärt. Ja.
Okay, also für dich ist es Hobby. Und du baust das jetzt aus. Also du hast auf der einen Seite, wie wird das, Edu Medien, das große Medienimperium hast du eingestellt, aber gleichzeitig überlegst du vielleicht noch weitere Künste, nicht nur die Kochkunst, sondern auch die Malkunst oder ja, weitere deiner Künste in die Medien zu bringen, aber dann sagst du eher per Video. Das heißt, du würdest einen YouTube-Kanal aufmachen oder den schon bestehenden damit füllen. Oder PeerTube. Das wäre halt das Äquivalent, wo wir gerade beim Fediverse waren. Richtig. Da habe ich tatsächlich auch schon mal Experimente gemacht. Wie gesagt, also im Moment könnte ich mir das, glaube ich, nicht erlauben, weil wir hatten das Thema ja eben schon, Videoproduktion ist sehr aufwendig, wenn man das macht, und da hätte ich dann vielleicht auch den Anspruch, regelmäßig was zu veröffentlichen, weil ja, es ist halt immer doof, wenn man dann irgendwie 2 Monate auf das nächste Video wartet, da verliert man schon viele Menschen, und ich verstehe das auch. Ich würde, glaube ich, auch 2-mal überlegen, ob ich einen Kanal abonniere, wo im Jahr vielleicht 3-4 Videos rauskommen, obwohl es natürlich auch nicht wehtut, aber ich überlege halt im Moment noch, wie das aussehen kann, wie man das gestaltet, und das ist jetzt also auf jeden Fall kein Plan, der nächste Woche sozusagen umgesetzt wird. Ich habe jetzt erstmal vor, die Podcasts, die ich gerne weitermachen möchte und wo ich mit anderen zusammen podcaste, auch im Gespräch bin, dass ich das erstmal weitermache, und dieses Video-Ding, das ist halt, das wälzt sich schon lange mit mir rum, aber ganz oft ist es auch so, dass man dann irgendwie gerade Lust hat und die Muße, irgendwas zu malen oder zu basteln, und dann aber die Motivation nicht ausreicht, noch irgendwie Lichtkamera und irgendwie anderes Zeug aufzustellen, dann entscheide ich mich doch mittlerweile häufiger dafür, das nicht dann zurückzustellen, sondern doch wenigstens das kreative Ding, was ich gerade machen möchte, zu machen. Eine Zeit lang hat mich das echt total gelähmt, weil ich dachte so, ach, das ist doch was du für dieses Videoprojekt machen wolltest. Nee, hast jetzt aber auch keine Lust, das irgendwie so aufwendig aufzubauen, also lässt es bleiben. Also schwierig. Geht mir beim Hobbykoch-Podcast auch manchmal so, dass ich Sachen nicht koche, weil ich denke, da wollte ich doch eine Sendung draus machen. Und das ist halt sowieso immer dieser Teufelskreis, das kennt man ja in verschiedenen Varianten, sicher jeder, der mal regelmäßig was produzieren möchte. Mhm. Oh ja. Du kennst das, Claudia? Schon. Also ich finde es auch teilweise schwierig, einfach halt einen bestimmten Rhythmus einzuhalten. Es liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich mir das wahrscheinlich einfach nochmal besser einteilen muss, dass ich halt auch wirklich jede Woche dann halt mir einen Nachmittag halt nehme, wo ich dann wirklich Folgen schneide, Kapitelbarken mache und so weiter, weil, wie gesagt, das hat ja schon wieder nicht funktioniert mit dieser Quick-and-Dirty-Produktion. Und Kapitelmarken sind halt schon geil, aber man muss sich eben trotzdem alles nochmal durchhören, ne? Und ja, sehr mühsam. Ja, oder du hast irgendwie die Möglichkeit, das mit irgendeinem Taster oder so einzufügen. Da gibt es ja dann auch die Technik-Freaks, die sich da entsprechende Tools zusammenbauen. Ja, wobei genau im Gespräch oder halt auch beim Machen ist das halt dann teilweise schwierig. Wo ist denn jetzt das andere Thema? Na, und dann stellt sich halt raus, wir sind halt gerade mitten im Gespräch und jetzt sind wir eigentlich gerade an einem anderen Thema. Der Übergang ist aber eigentlich 3 Minuten her. Ja, also das ist dann halt schon, stimmt, ja, schon blöd. Also es funktioniert wahrscheinlich, Frage, wenn du halt so ein Interviewformat hast, ne? Genau, oder wenn du dich halt wirklich so an Themen durcharbeitest, die du schon in der Liste vor dir hast, dann hat man ja auch die klareren Schnitte dazwischen. Genau. Ja. Nee, da bleibt es dann halt beim Durchhören. Genau. Ja, ich bin da eigentlich auch immer sehr wechselhaft zwischen, eigentlich geht es doch nur darum, ein Rezept vorzustellen und zu kochen. Natürlich sollte das Rezept dann auch in irgendeiner Form schriftlich vorliegen, weil man sich das vielleicht anhört und später denkt, okay, was brauche ich denn dafür, wenn ich es jetzt ausprobieren wollte? Dann denke ich auch über
Kapitelmarken wieder nach, teilweise sogar über bebilderte Kapitelmarken, und dann trete ich mir irgendwann selber auf den Fuß und sage, komm, aber dann produzierst du wieder nur eine Folge im Monat oder eine in zwei Monaten, weil da so viel, auch ich finde immer toll, diese Audio, diese Waveform-Preview-Dinger, die auf Instagram hochgepustet werden. Mhm. Man kann ja so viele schöne, tolle Sachen machen, allein um eine Folge anzuteasern. aber wie gesagt, man kann sich dann eben auch ein oder zwei Monate mit einer Episode beschäftigen. Ne? Muss man dann wieder abwägen, was man davon alles machen möchte. Ja, ist mir letztens gegangen mit einer Folge von Gemalum. Das ist ja dieses Vorleseprojekt, was ich mit dem Freund Gerrit mache. Das ist die Episode vom November gewesen, die ich jetzt im Februar veröffentlicht habe, weil die tatsächlich die ganze Zeit immer wie saures Bier da gelegen hat. Ich muss sie noch durchhören, muss Kapitelmarken machen und Shownotes schreiben und so weiter. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen zum Aufnehmen, und das ist so, also wenn ich weiß, ich bin verabredet am Tag, dann mache ich am Tag davor, muss ich es mindestens spätestens veröffentlicht haben, weil ich kann nicht ertragen, dass wir zwei Sachen auf Halde liegen haben, dann komme ich ganz durcheinander. Und dann habe ich es einfach, habe ich es wirklich quick and dirty, wie Claudia gerade gesagt hat, einfach rausgepustet, zwei kurze Zeilen dazu geschrieben, kein Episodenbild, keine nennenswerten Shownotes, um es einfach rauszutun, und es war total entkrampfend. Also das war sehr, sehr angenehm, einfach zu sagen, ach, es geht ums Audio, Audio first, also darum geht's eigentlich. Mhm. Und der ganze Rest ist auch ein bisschen ich will nicht sagen, wenn es da ist, ist es schön, aber wenn es dazu führt, dass ich dann mein Audio nicht veröffentliche oder vier Monate zurückhalte, dann macht die Sache doch irgendwie auch keinen Sinn mehr. Also dann kann ich doch wirklich sagen, raus damit, die Shownotes können sich die Leute im Zweifelsfalle dann durch gutes Zuhören und bei Wikipedia nachgucken auch selber ermitteln. Also da, ob ich da jetzt in Wikipedia-Links raussuche oder einfach die Kolleginnen und Kollegen, die sich anhören, selber nach dem Wort recherchieren, das läuft ja eigentlich aufs selbe hinaus, fast. Mhm. Also ich fand das angenehm. Ja, ich habe das eine Zeit lang eben auch gemacht, dass ich einfach nur die Aufnahmen veröffentlicht habe, natürlich ein bisschen bearbeitet, aber habe dann auch teilweise Rückmeldungen gekriegt, ja, jetzt wollte ich das mal nachkochen und habe mir die ganze Folge nochmal angehört und die Rezepte, um das Rezept, die Zutaten rauszuschreiben, und da habe ich auch gedacht, komm, so ein Rezept, meistens mache ich mir ja auch Notizen, das gerade irgendwie reinzuschreiben, ist ja jetzt auch nicht so viel mehr Aufwand. Aber teilweise sind das dann eben so Kleinigkeiten, die einen wirklich daran hindern, das zu veröffentlichen. Also man muss da schon ein ganz gutes Gleichgewicht finden. Ja, ja, stimmt. Im Anfang Februar hattest du einen Tweet abgesetzt, in dem steht, die technischen Probleme mit dem FTP-Zugang sind noch immer nicht gelöst und rauben mir die Motivation, den Relaunch des Hobbykoch-Podcasts vorzubereiten. Vielleicht sollte ich doch mit dem Podcasting aufhören und etwas ganz anderes anfangen. Du machst heute nicht den Eindruck, dass du in diesem, also das klang so, als wenn du kurz davor stehen würdest, in den Sack zu hauen, und heute machst du überhaupt nicht den Eindruck, dass du irgendwas aufgeben wolltest, sondern noch weitere Dinge erfinden und dazu nehmen wolltest. Ist die Motivation wieder da, vollständig? Naja, das andere Ding, was ich machen wollte, wäre halt dieses Videoformat, was ich jetzt schon seit Ewigkeiten vor mir herschiebe. Und vielleicht mache ich das auch zusätzlich. Und mich hat das auch wirklich positiv berührt, wie viele Menschen sofort gesagt hat, ja, ich kenne mich ein bisschen aus mit diesen Servergeschichten, schreibt doch mal, ne, ob ich, vielleicht kann ich dir ja helfen, das zu lösen. Oder andere haben Vorschläge gemacht, was man stattdessen machen kann. Das fand ich schon sehr toll, und da ist mir dann wieder bewusst geworden, das heißt, daran habe ich nie gezweifelt, aber ich mag einfach diese Gemeinschaft, diese Community von lieben, kreativen Menschen, und würde ich halt auch nie im Leben aufgeben wollen. Also da ein Teil davon zu sein und sein zu wollen. Ich muss halt nur stärker bei mir aufpassen, weil ich mich schnell in Ideen reinversetze und sage, ah, mit dem wolltest du auch schon mal irgendwie gerne was machen, und das ist doch so ein toller Typ oder eine tolle Podcasterin, können wir da nicht irgendein Projekt anfangen? Und
ruckzuck habe ich wieder 12, 13, 14, 15 Projekte und sehe so meine Fälle davon schwimmen. Das ist dann halt ein bisschen kritisch. Da muss ich vielleicht eher darauf achten, dass ich das ein bisschen besser auswähle, ein bisschen besser plane, vielleicht auch Dinge zusammenfasse oder bündle oder keine Ahnung. Aber das war halt in der Vergangenheit auch immer ein Problem, dass das irgendwann so viel wurde, dass es einfach nicht mehr praktikabel war. Der Trend geht zum 5. Podcast, ja. Ja, genau. Ja, aber 5 quasi leere Hüllen, wo dann doch nur einmal im Jahr eine Folge existiert, ist dann auch irgendwie nicht so richtig befriedigend, ne? Ja, und es reicht ja dann auch nicht nur eine Sendung aufzunehmen, sondern man muss sich dann gerade, wenn man mit anderen Menschen, vielleicht sogar zweien oder dreien zusammenarbeitet, muss man Termine finden, was in unserer hektischen Zeit ja dann auch und mit teilweise sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen, ne? Der eine ist Student, die andere arbeitet irgendwie in einem Dayjob, dann andere wieder haben wieder was anderes und dann mal einen gemeinsamen Termin finden. Ne, dann muss sich einer den Hut aufsetzen und das koordinieren und vielleicht hat dann einer nicht so richtig Lust und weiß ich nicht. Das ist halt, hängt halt nicht nur dran, einfach sich hinzusetzen und in Mikrofone zu sprechen. Ne? Ja, ein bisschen mehr ist da schon dabei, das stimmt. Ja. Obwohl, man darf es auch nicht übertreiben. Also das ist, das muss ich mir ja auch immer wieder selber sagen, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht und wenn man halt nicht so hundertprozentig vorbereitet ist, dann ist man halt nicht hundertprozentig vorbereitet. Mein Gott, das ist ein Feierabendprojekt. Es geht halt nur das, was eben geht und schöner, also es geht immer besser, klar, aber es kann eben nur das sein, geboten werden oder gemacht werden, was man eben auch leisten kann mit den Ressourcen, klar, die man halt hat. Das, da ist es ganz gut, wenn man, also mir hilft es immer, wenn ich mir das immer wieder selber vor Augen führe und sage, komm, ich muss jetzt nicht irgendein Leistungsniveau erbringen, sondern es reicht einfach, das zu machen, was ich halt mache. So. Mhm. Und das ist dann klar, gut genug. Ja. Das ist dann halt auch vielleicht ein bisschen der Anspruch, den man selbst daran hat, ne? Also dass man gerade, man bekommt ja auch viel Feedback, ne? Und dann hat man eine Sendung, die gut ankommt und die Leute fragen, ja, wann kommt da mal wieder was? Da würde ich schon gerne wieder was hören, ne? Und man möchte diese Menschen ja auch nicht enttäuschen. Also von daher, Es ist jetzt kein negativer Druck, es ist ja eine positive Rückmeldung, aber man muss dann halt manchmal sich auch irgendwie motivieren, wenn man denkt, ja, ich habe jetzt gerade keine so gute Laune, aber jetzt haben wir gerade einen Termin gefunden, wo das funktioniert, also komm, jetzt einmal die lächelnde Maske aufsetzen und durch die Mitte. Ne? Das kann man dann mal machen, das wird dann aber schwierig, wenn das dann der Normalfall wird. Ne? Da muss man hinterfragen, ob man so ein Projekt dann vielleicht, also wenn man immer so mit Bauchschmerzen dann da dran geht und sagt, ich kann eigentlich nicht oder will eigentlich gar nicht jetzt gerade hier sitzen, muss man halt sehen, dass das funktioniert noch für einen selbst. Genau, lächelnde Maske, das ist ganz gut, weil wir sagen ja immer, das ist so schön authentisch und so menschlich und so weiter, wenn man dann aber anfängt, eine Maske aufzusetzen, dann wird das ein bisschen schief, das Ganze, ja genau, ja. Muss man aufpassen, richtig, das stimmt, kurz noch zum Podstock, da warst du doch auch und hast dich auch in der Küche ausgetobt, nicht wahr? Ja. Oder bin ich da gerade auf dem falschen Dampfer? Nee, ja. Hast du auch mitgemacht. Ich wollte es im vergangenen Jahr eigentlich nicht machen, aber auch da sind halt das Team Verpflegung, das hier teilweise auch im Chat sitzt, sind halt auch liebe Menschen und ja, gerade wenn man so Ideen zusammenwirft, das kann man kochen und also man wälzt Ideen, hat Lust für viele Menschen gutes Essen zu machen und ja, das ist halt natürlich immer eine große Herausforderung für so viele Menschen und beim letzten Podstock habe ich jetzt vom Programm dann auch gar nicht mehr viel mitbekommen, aber auch aus anderen Gründen, als dass ich nur in der Küche gestanden hätte, aber das ist halt, ja, das macht Spaß, genau wie das Podcasting quasi, es ist, macht Spaß, ist aber auch enorm anstrengend. Ja, das glaube ich sofort. Das Küchenteam ist ja auch in der Verpflichtung dann irgendwo oder in der Selbstverpflichtung dann irgendwie Essen zu einer gewissen Zeit dann auch mal fertig zu haben. Also das Frühstück. Ja, klar.
ne? Den will man nicht erst um 18 Uhr auf dem Tisch haben, sondern das ist auch, ja, also großes Kompliment an das Team Verpflegung vom Potsdok. Von mir ich auch. Wollte mal, ja, bitte? Und Grüße gehen raus. Genau. Genau. Ja, ich wurde gerade hier, weil ich sagte, man kann auch mal auf Shownotes verzichten, wurde ich gerade direkt von Erik angesprochen, dass das für die Auffindbarkeit wichtig sei. Ja, das ist mir klar. Natürlich suchen Suchmaschinen dann auch nach diesen Begriffen und wenn man also irgendwo Shownotes hat, werden die auch dafür ausgewertet. Das ist schon klar. Natürlich ist es noch ein zusätzlicher Nutzen, der jetzt nicht nur darin besteht, dass Hörerinnen und Hörer da leichter irgendwie an Stichwortinformationen kommen, sondern natürlich gibt es auch ein bisschen Informationen über den Inhalt. Wenn man jetzt kein Transkript hat, dann hat man zumindest so eine Stichwortliste, welche Worte dann irgendwann mal vielleicht aufgetaucht sind. Ja, das ist alles richtig und das ist auch der Grund, warum ich es 4 Monate lang nicht gemacht habe, also ohne zu veröffentlichen. Das hätte ich ja schon vorher viel früher machen können, aber das war jetzt im Prinzip bei dieser Episode einfach so das Gefühl, also entweder geht die jetzt so raus, wie sie ist, so nackt, oder sie geht gar nicht raus. Und dann war, weil es ja ein Vorleseprojekt ist und wir in dem Buch ja auch weiterlesen, es gibt keine Chance zu sagen, die geht nicht raus, sondern fehlt ja was. Und so gesehen habe ich sie einfach so rausgepustet. Und das war dann, also wenn man etwas 4 Monate vor sich herschiebt und dann irgendwann sagt so, jetzt aber egal wie, und man kann mal einen Haken dran machen, das tut schon gut irgendwie. Also das hilft schon. Ja, klar. Gut und veröffentlicht ist besser als perfekt und in der Schublade. Genau. Ja, manchmal ist ja auch gut genug, einfach, also gut auch gut genug. Ne? Das muss ja nicht, man hat immer diesen perfektionistischen, also ich als Mann, ich versuche immer das Mann zu lassen. Also ich habe durchaus auch gerne diesen perfektionistischen Anspruch und da stehe ich mir manchmal mit selber im Weg. Das hilft dann auch niemandem. Also weder mir noch dem Projekt, noch meinem Podcast-Partner, der sich ja natürlich auch fragt, warum geht denn das hier nicht weiter? Oder dem Autor des Buches, der sich auch darüber freut, dass wir das vorlesen und sich natürlich auch auf die nächste Episode freut, zu hören, was wir daraus gemacht haben. Und dann geht das ganze Ding nicht weiter, bloß weil ich eine Hemmung habe, Shownotes zu schreiben. Das ist schon ein bisschen verrückt, das Ganze. Das sollte jetzt nicht sein. Ich finde ja gut, wie Johannes und das Team von Akte Aurora das jetzt nach dem Ende der Akte Aurora-Projektes gelöst haben, nämlich einfach die Hörerinnen und Hörer zu fragen. So, braucht ihr das? Ist das wichtig für euch? Legt ihr Wert drauf, dass jetzt zu jeder Episode ein eigenes Bild erstellt wird und so weiter? Finde ich gut. Man braucht natürlich eine gewisse Größe an Community, damit sowas funktioniert, damit man von den Leuten, also ich schätze mal jeder 100. oder 200., vielleicht jeder 1000. hat dann auch Lust, so eine Befragung mitzumachen. Aber das schafft natürlich Klarheit zu wissen, der Aufwand, den ich jetzt investiere und mich vielleicht hindert, irgendwas anderes mehr zu machen, ist der überhaupt erforderlich? Wird das erwünscht? Zieht da jemand einen Wert raus? Oder würde exakt nichts passieren, wenn ich es weglasse? Ne? Ja, genau. Das müsste man viel öfter machen. Und wie gesagt, da ist natürlich auch wieder Aufwand mit verbunden, aber dann weiß man es einmal. Ne? Ja, genau. Aber wo du gerade den Johannes und das Projekt das Ende erwähnst, er hat mir vorhin Nachricht geschickt, kurz bevor ich das Büro verlassen habe und ich habe nicht näher recherchiert, er schrieb, hi, falls noch nicht gesehen, wir haben unser neues Projekt gestartet, bei dem ich mit der Community eine Welt erschaffe, aus der dann wieder ein Podcast entsteht. Da dürfen sich natürlich viele rege beteiligen. Hast du eine Ahnung, was das ist? Ja, communitylanoinc.de schreibt Sascha gerade im Chat. Was ist das? Das heißt, das Nachfolgeprojekt von Akte Aurora, so zumindest die Aussage von Johannes, soll zwar vielleicht auch spielerische Elemente enthalten, aber mehr diese Kreativität, die viele auch an Puerto Partida so gut fanden und diese Gestaltung, diese Gestaltung einer Welt wieder mehr in den Vordergrund rücken und eben auch den Hörerinnen und Hörern, die Lust dazu haben, ermöglichen, diese Welt mitzugestalten. Dafür wurde
unter diesem Link community.lanoing.de ein Forum eingerichtet, das die gleiche Technologie, die auch unter dem Sendegate liegt. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen, wie diese Forumsplattform heißt. Aber sowas soll halt da auch genutzt werden, um verschiedene Orte, verschiedene Personen vielleicht gemeinsam zu gestalten. Und dann wird das bewährte und allseits beliebte Autorenteam daraus vielleicht Geschichten und auch wieder interaktive, so glaube ich zumindest soll das sein, für einzelne Teilnehmende dann gestalten. Aha. Ist das Diskurs oder so ähnlich? Ja, genau. Ah, okay. Ich habe da jetzt gerade auf den Link draufgeklickt, den der Sascha da in den Chat getan hat und komme auf zu einer Anmeldeseite. Ich muss mich erstmal anmelden oder registrieren. Und es gibt kein Impressum und keinen Datenschutzhinweis. Also wirklich. Gib doch gar nicht einfach irgendwelche Daten ein, ohne zu wissen, wo die landen. Bei Johannes natürlich. Dann wird so ein Audio-File abgespielt, wenn du dich angemeldet hast. Genau. Genau. Dann kommt der. Oder ist das Pfeifen vom Kannibalen. Vom Kannibalen. Genau. Okay, also das, da muss ich auch nochmal. Da hat er noch einen Link geschickt, Mailchimp, mal gucken, gibt noch mehr. Das war leider jetzt zu kurzfristig, da habe ich mich nicht mit auseinandersetzen müssen. Liebe Zeitreisende, Inselbewohner und Märchenbegeisterte, ich habe einige Neuigkeiten im Gepäck. Ein paar werden es schon mitbekommen haben, dass wir die Akte Aurora geschlossen haben. Einige, dass ich seit einem halben Jahr ein Wolf liest Märchen mache und das sehr gut anzukommen scheint, so habe ich dafür auch einen Udos Podcast-Preis bekommen. Yeah, da ist er wieder. Da gratulieren wir doch alle mal. Natürlich. Wir haben jetzt endlich alle Podcast-Projekte gebündelt auf einer Seite, lanoinc.de. Die jeweils aktuelle Folge des UnterstützerInnen-Feeds Lano präsentiert, gibt es jetzt auf der Webseite integriert zu hören, gerade für Personen, die auf der Arbeit am Rechner hören wollen oder erstmal reinschnuppern wollen. Genau das Richtige. Und dann kommt, wir starten außergewöhnlich in ein neues Projekt. Ich möchte euch die Community stärker mit einbinden. So steht aktuell ein grobes Konzept, auf das ich im Lano präsentiert detaillierter vorstellen werde. Da ist irgendein Wort durcheinander. Das ist der ehemalige Unterstützer-Feed, der schon zu Akte Aurora-Zeiten galt. Also da, wo die Hintergrundinformationen zu den Folgen veröffentlicht wurden, glaube ich. Wie soll die Hafenstadt immer noch an? Wie soll die Hafenstadt am Festland aussehen? Was gibt es zu entdecken? Das sammeln wir gerade in der neuen Community-Plattform community.lanoinc.de. Dort kannst du exklusiv einen oder mehrere der Orte ausarbeiten und ihnen Leben einhauchen. Sobald das steht und wir gemeinsam offene Fragen geklärt haben, können schon bald Kandidatinnen in dieser Welt in die Hauptfigur schlüpfen und das Abenteuer selbst prägen. Mit ganz viel Improvisation. Wundert mich nicht bei Johannes. Deswegen habe ich auch die Bitte, dass du dich jetzt gleich noch anmeldest und dich vorstellst und vielleicht anderen davon erzählst. Ich freue mich auf dieses tolle Experiment. Viele Grüße, Johannes. Ja, dann haben wir das auch. Letzteres haben wir schon mal erledigt. Super. Lano Adventures. Okay. Es soll um Piraten gehen, so war die Info. Geht wieder aufs Wasser. Geht's wieder aufs Wasser, aber... Never been to Singapore. Es soll auf jeden Fall keine Auskopplung von Puerto Partida werden. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder Anlehnungen geben, so wie wenn man Johannes kennt, dann weiß man, dass die Figuren wahrscheinlich in irgendeiner Form wieder auftreten werden. Aber es soll auf jeden Fall kein anderes Puerto Partida werden, glaube ich. Ein Datensatz, zwei Datensätze. Oh, jetzt haben sie mich rausgebracht, schreibt der Brummelwalter. Sehr gut. Das sind so Sachen, die sind einfach ikonisch, ne? Also wirklich herrlich, herrlich, herrlich. Ja, der Daniel, der kann schon mit Wörtern umgehen. Was kann er sowieso, ja. Aber auch, dass Herr Lano sich dann gerne verzählt hat damals, das war auch immer so süß. Bei den einfachsten Sachen. Ja, schön. Mein Gott. Damals, wie sich das alles anhört, ne? Meine Güte. Unlängst. Schon ganz schön viel passiert. Also man kriegt das so im
im Alltag so gar nicht mit, aber wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, was schon alles gewesen ist, was sich entwickelt hat, was auch schon wieder verschwunden ist, ist schon irre, mein lieber Schwan. Ja, tatsächlich wollte Vicky sich neulich zum Einschlafen mal wieder Puerto Partida anhören und da habe ich das von Anfang an wieder angemacht und dachte auch, oha. Also das hatte ich auch alles gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie das damals so entstanden ist und ja, wie dann so nach und nach die Figuren dann dazu gekommen sind und diese Welt dann so gewachsen ist. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele Leute so daran gefallen hat, vielen Leuten daran gefallen hat und warum sie es eigentlich schade fanden, dass das dann irgendwann zu Ende ging. Aber wer weiß, vielleicht wird das neue Projekt, also Johannes und das Team dahin hinter ihm, die nehmen ja auch immer eine Lehre mit, was gut war aus den bisherigen Projekten. Und ich denke, so ein bisschen was wird dann immer auch in der neuen Welt da auftauchen davon. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Da bin ich auch gespannt. Aber ob ich mich da anmelde, weiß ich nicht. Wenn ich ja nicht mal kein Datenschutzhinweis, das geht ja gar nicht. Unmöglich. Unmöglich. Also. Ein Wolf sammelt Daten hier. Das Brief an den Anwalt ist raus. Nee, als Privatprojekt darf er das ja auch. Also ist das sogar legal. Also es ist nur ich bin etwas betriebsblind. Claudia wird wissen, wovon ich rede. Ja. Oh ja. Okay. Ja, okay. Ich glaube, so ganz langsam können wir von der Gartenbank runter. Oder haben wir noch ein wichtiges Thema, was du dir selber vorgenommen hattest, heute zu besprechen, übersehen? Nö. Alles gut. Nö. Gut, und dann kommen wir mal von der Gartenbank runter. Du bleibst aber gerne bei uns. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Ja, mach doch. Es ist so Columbo, ja? Eins noch. Ach so, ja, okay. Jetzt, ich setze mich mal derweil hin. Ich gestehe alles. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ach, gute Frage. Und machst du Reibekuchen? Gute Frage. Oder ist dann die Küche gleich verwüstet? Reibekuchen mache ich nicht häufig, aber habe ich tatsächlich im letzten Jahr schon mal gemacht. Und mein Lieblingsgericht ist schwer zu sagen. Wenn ich jetzt eins auswählen müsste, wäre das Murg Magni, ein indisches Gericht, besser bekannt unter dem Namen Butter Chicken. Das mache ich recht häufig. Das ist ein sehr leckeres Geflügelgericht mit einer tomatenhaltigen Soße und sehr cremig und sehr exotische, schöne Gewürze drin. Das koche ich manchmal in großen Mengen und friere mir das tatsächlich dann ein. Also genau das, was wir eben besprochen hatten. Das macht auch nur wirklich Sinn, in so einem großen Kochtopf anzurühren und dann in Portionen einzufrieren. Okay. Gibt es auch eine Hobbykoch-Podcast-Folge dazu? Das hatte ich jetzt erwartet. Ja. Cool. Ich möchte noch eben zitieren, was Proton Conny im Chat schreibt zu dem Thema Daten. Und dann hat der Johannes, ne, ohne, dann nimmt er die, dann hat er halt meine Daten. Sie na und? Ja, dann, ich habe den Link zum Buch gleich gepostet drauf. Ach so, ja. Wunderbar. Ja, wir wissen ja, dass Claudia dieses schöne Buch geschrieben hat. Dann haben die halt meine Daten. Na und? Ein Buch für alle, die nichts zu verbergen haben. Da kann man, ich habe es jetzt auch in Papier vor mir liegen, weil ich es doch lieber auch mal ich musste doch mal ein paar Bücher bestellen. Da habe ich das nicht bestellt. Ich habe jetzt auch mal den Link zur Butter Chicken Folge gepostet in den Chat. Super. Falls das für die Shownotes noch interessant werden sollte. Aber, oder wenn ihr Butter. Na, aber sowas von. Aber ja. Auf jeden Fall, hör mal. Ja, es kommt Butter und Chicken vor. Was soll schon schief gehen? Guck mal, Reis. Ja, es gibt ja auch so Menschen, die sagen, mit Butter oder Sahne schmeckt es immer. Das ist ja kein Kochen, das ist ja, also mit Sahne kann jeder kochen. Also so die Aber Herausforderung ist dann eher ohne. Das Spannende bei dem Rezept ist, dass die Cremigkeit sowohl von Sahne als auch von fein pürierten Cashewnüssen kommt und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz, ganz spannende, so eine samtige Konsistenz. Also habe ich bisher in keinem anderen Gericht gehabt und
neben diesen Gewürzen, die wirklich toll sind darin, ist dieses, was die Lebensmittelchemiker Mouthfeeling nennen, also dieses Mundgefühl, ist halt so. ganz interessant. Gerade an das kleine Tier. Ach so, das Mausgefühl, ja. Das Mausgefühl. Das ist so ein bisschen pelzig auf der Zunge. Ja, genau. Ja, man kann es vielleicht auch im Fäusen zubereiten. Nagt etwas an den Fingern. Okay. Ja, nun, man muss ja offen sein. Obwohl Mäuse würde ich, glaube ich, nicht essen. Hm. Ja, Gott, wer weiß, wie oft wir schon welche mitgegessen haben oder im Kaffee geröstet getrunken haben. Wer weiß. Aber du hast halt da einen Klotz von Reis, Donnerwetter. Ich sehe das gerade, das Bild. Und ich muss sagen, mir läuft ein bisschen das aber im Mund zusammen. Ich hatte vorher schon Hunger, wie gemein. Ja, guck mal. Kommst gerade durch die Tür und dann hält dir jemand so Essensfotos vor die Nase. Super. Und es gibt keine Kommentare zu der Folge? Leute, das muss doch geändert werden. Also, ah, das hat nie so richtig funktioniert. Ach so. Bei meinem Blog. Keine Ahnung. Ach so, ich dachte aus technischen Gründen. Nee, dann eine Zeit lang hatte ich es, glaube ich, wirklich ausgeschaltet, weil ich dachte, dann ist es nicht so peinlich, dass keiner da was drunter schreibt. Aber ich bin auch viel auf Twitter unterwegs, neuerdings wieder. Ich habe da auch eine längere Pause gemacht und da kann man dann direkt auch mit mir interagieren. Von daher ist das vielleicht auch sinnvoller als über so ein antiquiertes Blog-Posting da, so ein Kommentar. Ja, und der Mr. Erik fragt, ob ich schon eine Bautze-Folge gemacht habe. Ich glaube nicht. Die steht tatsächlich noch in meiner Themenliste. Zur Info, für die, die es nicht kennen, das sind gedämpfte Brötchen mit einer Füllung. Und also ein chinesisches Essen. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe eine Jiaozi-Folge. Das ist das gleiche, nicht mit Dampfbrötchen, sondern mit so einer Nudel. Mit einem Nudelteig außenrum. Von daher könnte man einfach das Rezept nehmen für die Füllung und Hefeteig drum wickeln und dämpfen. Aber ich mache da gerne auch nochmal eine Folge drüber. Ich das Wort einfach höre. Man muss nur ein bisschen drumherum wickeln und dämpfen. Aber ganz einfach. Okay, super. Ich finde es so witzig, du hast eine Schaltfläche auf deiner Webseite, die heißt Menü. Und natürlich habe ich gedacht, wenn ich da jetzt drauf gehe, kriege ich da was zu essen? Natürlich nicht. Das hat bei mir jetzt auch gedauert, aber jetzt habe ich es kapiert. Ja, wegen Menü. Also. Ja. Okay. I see what you did there. Ja. Wenn man einen Witz erklären muss, wird schon ganz schlecht. Okay. So, noch eine Frage, Claudia? Nee, ich bin jetzt gerade eigentlich mit Essensfotos abgelenkt. Entschuldigung. Sebastian, hast du noch eine Frage, was Essen angeht oder den Kai als Person? Gerade spontan nicht mehr, nee. Okay, dann gehen wir doch einfach mal ins Querbeet. Entschuldigung, ich ist gerade, hab die Butter durch Wasser ersetzt und statt des Chicken Reis genommen. Der Göttergatte war begeistert. Was? Der schreibt das in den Chat. Also das liest man ja auch tatsächlich häufiger in diese Chefkoch-Anleitung, ne? Dass Leute dann irgendwie, was weiß ich, Currywurst mit Pommes, ja, ich habe die Currywurst durch Nudeln ersetzt und die Pommes durch, keine Ahnung, eine Tüte Chips oder so, und dann ist es ein komplett anderes. Aber es ist gelungen. Wo man also auch sagt, hä, was steckt denn da eine Idee dahinter? Aber gut, okay. Sehr schön, vielen Dank für den Hinweis hier. Querbeet haben wir heute nicht ganz so viel, aber wir wollen einen Teaser aussprechen, nämlich auf das neue StudioLink, das neue Zahlungsmodell. Der Sebastian macht jetzt richtig ernst. Wir reden in 14 Tagen ausführlich und breit darüber, aber er erzählt jetzt schon ein kleines bisschen dazu. Erzähl mal, was hast du denn da gemacht? Genau, wenn man jetzt auf studio-link.de geht, dann kann man da den Link Preise anklicken, da kann man sich das alles im Detail nochmal anschauen. Genau. Ist das sowas wie Udos Podcastpreis oder ein anderer Preis? Das ist das, was man bezahlen kann. In Geld. Obwohl, es gibt bestimmt auch gekaufte Preise.
Also auf der Website hätte ich jetzt so einen Pokal erwartet oder so, aber na gut. Oder mehrere, sind ja Preise. Genau. Entschuldigung, ich habe deine seriöse Anmoderation zerstört. Ja. Fangen wir doch mal damit an, was kein Geld kostet. Also die bisherigen Clients, also die Standalone und Plugin unter Ultraschall, das bleibt nach wie vor kostenlos, sofern man keine Zusatzfunktion nutzen möchte, die jetzt neu dazukommen, wie die Wunschnamen, dass man quasi Podcast at Studio Link sich quasi dann auswählen kann, um besser erreichbar zu sein, um einfacher erreichbar zu sein, ohne diese lange Nummer. Das ist ein Zusatzfeature, was dann in dem einfachsten Paket, was bei 1 Euro, wie ich das auch schon immer angekündigt habe, starten wird. Und genau, die einzige Funktion, die ich quasi, die jetzt noch kostenlos ist, wegnehme, sind die On-Air-Streams, das heißt also das Livestreaming. Das wird aber auch schon in dem kleinsten Paket mit drin sein, nur ich kann das wirklich nicht mehr kostenlos von der Infrastruktur mit anbieten. Das würde auf Dauer einfach nicht funktionieren. Das ist quasi das Einzige, was jetzt dann in die kostenpflichtige Variante mit reinrutscht. Ansonsten ändert sich prinzipiell erstmal gar nichts. Also die Clients können nach wie vor Mehrspuraufnahmen und alles, was sie bisher konnten, nach wie vor immer noch und sind auch noch nach wie vor Open Source. Ja, genau. Eine Zusatzfunktion habe ich gerade schon genannt. Das sind die Wunschnamen. Dann die Streaming-Geschichte. Dann wird es noch geben die Funktion QuickWeb. Das wird ein einfacher Link sein, den man einfach seinem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin schicken kann. Da braucht man nicht die Standalone quasi installieren, sondern man kann einfach über den Browser versuchen aufzunehmen. Und wenn das gut funktioniert, dann ist das eine noch einfachere Variante als jetzt jemanden, die Standalone als Download schicken zu müssen. Das wird dann aber auch erst ab dem mittleren Paket mit drin sein und dann gibt es noch die erweiterte Variante, also die Pro-Variante, die dann mit 10 Euro im Monat dabei ist. Die erste einfache startet bei 1 bis 4 Euro, je nachdem wie viele Clients man registriert. Clients sind quasi dann Standalone und Plugin-Versionen, die man dann zum Beispiel mit Wunschnamen oder sowas belegen kann. Und im Pro-Paket wird es dann die iOS und Android-Variante, die wir ganz am Anfang sich gewünscht wurde, geben. Die ist nicht von mir selber im ersten Schritt, sondern von der Firma Agrobits. Besser bekannt App ist dort zum Beispiel Groundwire. Die haben aber auch eine genau für solche Zwecke eigentlich ganz gut existierende Variante, die ich vorprovisionieren kann und nutzen kann und die kostenlos im Store ist, nennt sich Cloud Softphone. Kann man sich schon mal anschauen oder installieren. Bringt einen allerdings nicht viel weiter, weil man braucht dann einen Link oder einen QR-Code, um das Ganze dann einrichten zu können. Das gibt's dann bei mir hinterher dann im Backend den Link zum Einrichten beziehungsweise zum Provisionieren des Clients. Ja. Cool. Sehr cool. Genau. Wie fühlt sich das denn an, jetzt quasi offiziell in die aus der Beta-Phase rauszukommen? Ach ja, also bisher ganz gut. Also das Feedback, ich hatte es schon mal auf Twitter geschrieben, das war rundum positiv bisher. Und ja, das lässt sich gar nicht, also dieses positive Feedback lässt sich gar nicht in Geld aufwiegen. Also das ist schon cool, da das Feedback der Community zu spüren, dass das doch, dass da alle Freude dran haben. Und weißt du denn hinterher noch, wohin mit dem ganzen Geld? Naja, in die Weiterentwicklung von Studio Link investieren, was denn sonst? Okay. Dass es auch im fliegenden Auto funktioniert hinterher. Okay. Ja gut, also gut, in 14 Tagen reden wir nochmal ganz ausführlich über Studio Link. Wo kommt die Idee her? Wer ist der Sebastian eigentlich und warum treibt sie ihn dazu, dieses zu machen und warum kann er das überhaupt? Und ach,
tausend Fragen. Haben wir schon mal besprochen irgendwann mal? Du hattest eine Folge von vor 2 Jahren oder so gefunden. Glaube ich, fast schon 3 Jahre ist das. Ja. Fast 3 Jahre her. Du hast das mal dem Lautsprecher, dem Tim erzählt, aber schadet ja nichts, gerade wenn jetzt so ein Meilenstein in deiner Projektentwicklung sich abzeichnet, dann das Ganze nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Sehr schön. Genau. Voll okay. Cool. Habt ihr noch spontan was im Querbeet? Nee, ich habe das Hindenburg-Thema wieder rausgenommen, weil das existiert nur noch heute. Also das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Also es gibt wieder diese Rabattaktion zum World Radio Day von Hindenburg. Die ist aber nur noch jetzt gültig. Das heißt, wer das in der Konserve hört, der wird da nichts mehr bekommen. Wer oder was tut Hindenburg? Hindenburg ist quasi eine Aufnahmeschnittsoftware für Journalisten, alle Audioschaffenden, die irgendwas aufnehmen, produzieren möchten und dann schneiden. Und ja, da gab es jetzt nochmal so ein paar vergünstigte Rabatte. Das machen sie, glaube ich, jedes Jahr zu diesem World Radio Day, der meistens irgendwie im Februar, glaube ich, ist. Und ja, das war jetzt auf den 13. Februar begrenzt. Hindenburg.com, wenn ich es gerade richtig sehe. Genau, richtig. Steht in Konkurrenz, also was heißt nicht in Konkurrenz, aber ist auch eine DAW wie auf wie Audacity oder GarageBand oder was gibt denn noch auf Linux? Also Reaper Ultraschall. Ja. Reaper Ultraschall und wie heißt denn das auf Linux noch? Adur, ne? Adur, genau. Wobei mittlerweile auch zumindest daran gearbeitet wird, dann Ultraschall bzw. respektive Reaper auf Linux lauffähig zu bekommen. Die ersten Ergebnisse sehen schon ganz gut aus, ist aber alles noch ziemlich experimentell, auch gerade noch von Reaper als experimentell gekennzeichnet. Aber so im Prinzip läuft das schon. Cool. Fein. Sehr gut. Eine Rückmeldung aus dem Chat noch, weil du ja, Sebastian, du hast deine Angebote, also deine Pakete, deine Dienstleistungen sozusagen in 3 Pakete gepackt. Ja. Die Pro-Version, die Basis-Version, die Free-Version oder so ähnlich. Ich habe hier nur das Pro gerade stehen. Aber der Sascha sagt, schön finde ich ja den Vermerk beliebt bei der Pro-Version, wenn es das noch gar nicht zum Bestellen gibt. Auf Twitter war sie wirklich beliebt. Das ist mir auch aufgefallen. Aber warum nicht? Auch wenn das Feedback dafür schon da ist, why not? Ja, dann. Aber ich glaube, das war vorher schon da, oder? Ja, du hast es doch so ausgerollt. Dann, ja. Nimm das. Nimm das, das ist besonders beliebt. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, fein. Da bin ich mal gespannt. Und ich gönne dir das, also, dass du jetzt reich und berühmt, also berühmt bist du ja schon und dass du jetzt auch noch reich wirst, gönne ich dir wirklich von Herzen. Ja, mir reicht, also reich will ich gar nicht werden. Mir reicht es, wenn ich einen großen Teil meiner Arbeitszeit damit verbringen kann, dann hilft mir das ja schon mal enorm weiter. Klar. Yay. Finde ich voll cool. Ja, den Bagger musst du ja nicht mehr kaufen jetzt, ne? Bei dir wird ja schon Glasfaser verlegt. Also das wäre ja noch so eine, das war da vor ein paar Jahren noch so eine Idee, dass du einen Bagger brauchst, um dir deine eigene Leitung zu graben da irgendwie. Ja, wobei so ein Bagger, damit kann man auch anders. Aha. Okay. Wenn du einen Bagger hast, dann sieht plötzlich jedes Problem wie ein Garten aus, ne? Obwohl, wenn du den zum Potstock mitbringst und dann sagst hier, baggern 5 Minuten, 5 Euro oder so, dann kannst du noch einen schönen Nebenverdienst machen. Also fürs Baggerfahren habe ich schon mal tatsächlich Geld bezahlt. So ein Männerspielplatz? Oder ja, so eine Art Dinge Männerspielplatz, genau, ja. Ja. Das war ein ehemaliger Bauunternehmer, der hat dann, ich weiß nicht, Firma hat pleite gemacht oder was auch immer und dann hat er sozusagen den einzigen Bagger, den er retten konnte, den hat er dann vermietet, also er hat quasi Baggerkurse gemacht, so man hat sich dann irgendwie nachmittags für 2-3 Stunden getroffen mit einer Gruppe, dann hat er den Bagger erklärt und dann durfte jeder irgendwie so 10 Minuten im Sand rumwühlen mit dem Riesengefährt und das war sehr witzig und er hatte vor allen Dingen einen Unterbrecherschalter eingebaut mit einer Fernbedienung, er sagte, also wenn irgendeiner Quatsch macht mit dem Bagger, dann drücke ich auf diesen Knopf und dann ist der Motor aus und da geht nichts mehr. Das fand ich ausgesprochen gut. Aber das war schon, also ist auch gar nicht so blöd bei dem
bei einem Gerät dieser Größe. Nee, genau, genau. Das ist echt witzig. Aber es macht ja schon Spaß. Also, Mann, was man dann, also die Illusion ist ja, dass man selber die Kraft hätte. Aha. Bewegung ist ja nur winzig an dem Hebel, aber da vorne der Löffel, mein Lieber, hat der da wegbewegt. Huiuiuiui. Also einen Stauferstand habe ich ja schon, aber Bagger noch nicht. Gibt es ja auch so in Gartengröße. Wie wäre es denn mit dem Gartenbagger? Wir bringen Sebastian schon auf Ideen. Na, die habe ich schon selber, aber das ist mir schon klar. Aber da ist auch die valide Option, den kann man ja auch ausleihen. Ach ja, nun, klar. Bagger. Wer sagte das? Bodo mit dem Bagger? Auch und der baggert noch? Ich weiß nicht, ob ich das in der Doku mal gesehen habe. Auch so ein Inhaber einer Baufirma, der also ganz viel so im Büro sitzt oder so, der sagt, ab und zu geht er raus und baggert einfach eine Stunde. Tut gut. Für die Seele. Sehr schön. Witzig. Sehr witzig. So, wir kommen zum Blühkalender. Und der Lars ist nicht da. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Claudia, traust du dir zu, die nächsten Termine aus dem Sendegate spontan mal zu nennen? Haben wir die bei uns in dem Dings drin? Die sind in dem Dings drin, ja. Ich kann auch gerne... Blühkalender. So heißt das. Guck mal, da. Wo steht denn das? Detaillierte Beschreibung hinzufügen. Ja? Trenner extra. Es steht unter die nächsten Termine. Da gibt es Termine 2020. Ich habe jetzt auch einen Link in den Chat geworfen. Vielleicht findest du das. Das ist total nett. Lieb. Jetzt muss ich die Brille wieder aufsetzen hier. So. Ist das die Sache mit dem Termin Podcamp Samstag am 26.09.2020 in Essen? Ich kann das nicht so schön wie der Lars. Das ist eine Zusatzinformation, die danach kommen sollte, aber. Also normalerweise ist es ja so, dass wir mal gucken, was ist denn so in den nächsten paar Wochen so dran. Und dann gucken wir in Sendegate, Termine 2020 und dann überlegen. Ach, dann muss man auf den nächsten Link klicken und sehen. Das macht der Lars dann immer. Oh, der macht noch viel mehr, spannend. Der schreibt sich das vorher auf. Das ist zwar die Grundlage, aber er macht das vorher, überarbeitet er das nochmal und guckt nochmal die einzelnen Links nach. Ja. Das können wir nicht. Das kann das so können Lars. Wir hier alles nicht. Jetzt muss ich mir hier rausgucken, ja? Ich schaue hier gerade. 15.02. in Mannheim im Pfannheim, Treffpunkt in der Dynamostraße. Besuch des Planetariums und des Technoseums. Klingt lustig. Da kann der Lars sicher viel spannendere Dinge zu sagen, oder? Stimmt. Genau, dann gibt es einen Termin in Bern in der Schweiz vom 21. bis 23. Februar. Die 10. Sonor Radio- und Podcast-Festival. Am 26.02. in Leipzig das Leipziger Podcast-Meetup ab 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Im März geht es weiter, am 1.3. in Berlin, letzter Teil des Workshops Podcast Intensive und am 19.3. ebenfalls in Berlin die Verleihung des Deutschen Podcastpreises im Festsaal in Kreuzberg. Ich denke, das reicht. Super. Genau, Gott, das hast du. Gibt es hier im April weiter. Ah ja, aber genau. Willst du noch April? Ja gut, komm, den April. April ist nur einer. Ja, eben. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Aber klar, kann sich ja schon mal jemand in den Kalender eintragen. Noch drauf, noch ein A dazu. Diesen A finden Sie. Diesen Aal und diese Kiste Weintrauben gibt es dann am 3.4. in Essen beim Pottruhr im Unperfekthaus, Raum 158 ab 19 Uhr. Großartig. Jetzt werden alle Leute da hinkommen und Aale und Kisten haben wollen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, weia. So, was du da gerade schon gelesen hattest, das war eine Information, die ich aufgeschnappt hatte aus einem Tweet von
vom Hoaxmaster, vom Alexander. Wir hatten ja darüber spekuliert, ob das Podcamp in Essen dieses Jahr überhaupt stattfindet. Es gab Gerüchte, dass es nicht stattfindet, weil das ja eigentlich mit diesem Podcastpreis irgendwie kombiniert war. Und weil der Podcastpreis jetzt woanders ist, weil der Gedanke, das Podcamp gibt es auch nicht. Das Podcamp war ja auch immer im Frühjahr, von Anmeldungen im Frühjahr war auch irgendwie nie die Rede. Und jetzt hat der Alexander einen Tweet geschickt, wo drin stand, wir werden unser 10-jähriges Jubiläum im Rahmen eines Live-Events mit vielen Gästen und Wegbegleitern feiern. Die Show findet am Samstag, den 26. September 2020 in Essen im Rahmen und in Kooperation mit dem Podcamp 2020 statt. Also hat er damit gleichzeitig verraten, dass es ein Podcamp gibt und dass das diesmal im September liegt, am 26. Ich denke mal, nähere Informationen werden da noch kommen. Und wenn ich das richtig hier deute, hat uns der blaue Ginkgo darauf aufmerksam gemacht, glaube ich. War das so rum? Danke an der blaue Ginkgo für den Hinweis. Genau, so habe ich mir das aufgeschrieben. Wenn man einfach diese Tweets da so rauskopiert, dann ist das manchmal ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber genau so war es. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Jetzt wissen wir mehr und warten natürlich gespannt den September ab. Prima, danke Claudia. Das waren super Termine. Machst du demnächst auch öfter mal, ne? Jetzt weiß ich ja auch, wie der Lars das hier immer so zauberhaft hinkriegt. Ja, der macht noch viel, der guckt sich die einzelnen Links noch an und guckt, was dahinter ist, der sucht tote Links raus und also der macht sich da richtig viel Mühe mit, das muss man schon sagen. Und macht, das ist ungefähr die gleiche Arbeit, die er bei Auf Distanz macht, da hat er ja auch einen Veranstaltungskalender und ich glaube, er überträgt das da so hin und her. Übrigens, die letzte Auf Distanz Episode von dem Solar Orbiter, von der Solar Orbiter Veranstaltung von der ESA, da hatte einen großartigen Interview-Gast, der in sehr einfachen Worten diese ganzen komplizierten Sachen erklärt. Das ist, also wer sich dafür interessiert, Solar Orbiter Mission, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Macht großen Spaß, dem zuzuhören. Sehr jovial gemacht, Claudia. Guck mal, kriegst du sehr gelobt hier im Chat. Okay, wir kommen zu den Setzlingen. Ah, und jetzt wird's experimentell. Ich habe nämlich keine Ausschnitte vorbereitet, sondern wir machen das jetzt hier live. Und vorhin habe ich den Kollegen beim Test schon die Ohren kaputt gemacht. Das versuchen wir jetzt mal nicht mehr zu machen. Es geht um einen Podcast, einen neuen Podcast von Lars. Der nennt sich Konspiratives Kichern. Haben wir in der letzten Ausgabe vergessen, darauf hinzuweisen. Das ist aber nicht so schlimm, weil inzwischen habe ich gehört, dass der Brombeerfalter, das in der Episode 316... auf das Vorzüglichste getan hat und wir dürfen das jetzt mal eben einspielen hier. Ich mach mal an. Ja und podcastmäßig gibt's was Neues, nämlich von Lars von Sastickel, den ihr von Auf Distanz und von Auf Distanz Goes Baikonur kennt und vom Sendegarten und von Wir Niemals, allesamt Formate, die zu hören, ich euch dringlichst ans Herz lege. Der hat was Neues, nämlich ein ja, ich nehme mal an, dass sich das zu einem schönen Plauderformat entwickeln wird. Zumindest war die erste Folge ein sehr angenehmes Plaudern. Nämlich das konspirative Kichern, also konspiratives Kichern, das ihr sicherlich in den Podcast-Such- und Findemaschinen eures geringsten Misstrauens finden werdet. In der ersten Ausgabe hatte er seine Lebensgefährtin Ute zu Gast und hier Inga und Vera vom Twin Think Podcast, den zu hören, ich euch dringlichst ans Herz lege. Und die waren aber zu fünft. Ja genau, der Sascha, der von sich ja immer noch behauptet, er sei kein Podcaster, der sich aber so oft in andere Formate schleicht, dass ich glaube, dass er eigentlich doch Podcaster ist, es nur noch nicht so richtig weiß. Hallo Sascha. Und die fünf haben sich überwiegend über den Kongress unterhalten, den sie allesamt besucht hatten. Das heißt, rein inhaltlich hat mir diese Folge jetzt nicht sehr viel Neues gebracht, weil also Ende Januar ist halt ein Zeitpunkt, da hatte ich vorher schon drei, vier andere Stimmungs- und Erlebnisberichte vom Kongress gehört. Deswegen war da jetzt inhaltlich nicht so viel Überraschendes dabei, aber es war einfach eine
wunderbare, lockere Gesprächsrunde, der zuzuhören ganz großen Spaß gemacht hat. Also da freue ich mich doch auf weitere Folgen von Konspiratives Kichern. Dankeschön, Daniel. Dankeschön, dass du das so schön beschrieben hast und mir vorhin auch ganz spontan einfach mal die Zeitmarken gesagt hast, weil sonst hätte ich das so schnell auf die Schnelle nicht wiedergefunden. Bin ja ganz froh, dass es so geklappt hat hier. Töfte. So, die anderen Setzlinge, die ich habe, die kommen vom Dirk Prims. Letztes Mal hatte ich ja schon mit dem Angebot Scheiße gebaut von ihm was übernommen, was ich gelesen hatte auf Twitter. Und ich habe so verstanden, dass er die Nullnummernkuration von FIT auch durchhört, was ich zurzeit überhaupt nicht schaffe zeitlich. Und da das ein oder andere an Podcast-Perlen an auch findet. Und ich hatte ihn angefragt, ob er uns vielleicht ein paar Tipps geben könnte. Und er hat das gemacht. Und das erste, was er reingereicht hat, war ein Angebot, das heißt Anfängerkrebs. Der Name klingt ein bisschen kurios und es geht aber tatsächlich um die Krankheit Krebs. Es ist ein schwieriges Thema, wie Dirk schreibt, aber wirklich gut gemacht und wenig Betroffenheitsradio. Bei FÜD gibt es ja immer etwas längere Beschreibungen und da steht dazu, Stefan hat einen Knoten unterm Arm. Nach ein paar Arztbesuchen und einer Biopsie steht fest, dass dieser 3 cm große Knoten sein Leben erstmal auf den Kopf stellen wird. In diesem Podcast erzählt er, wie es ist, einen Krebs zu haben, der potenziell tödlich ist, aber gute Heilungschancen hat. Einen Krebs, dessen Schreibweise er sich erstmal schlecht merken kann, Hodgkin-Lymphom, aber von dem alle Ärzte sagen, wenn schon Krebs, dann am liebsten den. Ein Krebs für Anfänger also. Ja, das Ding heißt einfach anfängerkrebs.de vom Stefan. Ein Tipp von Dirk Prims. Und der nächste Tipp kommt auch vom Dirk, heißt Unter freiem Himmel. Erreichbar unter unterfreiemhimmel.podigy.io. Dirk schreibt dazu, ich habe neulich einen Podcast von einem ehemaligen Obdachlosen entdeckt, den ich gerade raus fantastisch finde. Die Inhaltsangabe bei FÜD. Inwiefern ist Obdachlosigkeit ein Fulltime-Job? Warum ist Alkohol oftmals der beste Freund auf der Straße? Warum sollten Obdachlose stets mit einem offenen Auge schlafen? Wieso ist es so schwierig, von der Straße wieder runterzukommen? André Höck ist einer der wenigen, die es geschafft haben, der Obdachlosigkeit zu entkommen. Hier erzählt er seine wahre Geschichte vom Leben und Sterben unter freiem Himmel. Präsentiert von Tagesspiegel, also ist eine Produktion eines größeren Hauses, aber trotzdem offenbar eine Empfehlung wert. Und dann haben wir noch die neuen 20er. Das ist ein Angebot von Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt. Als das Jahr gewechselt hat von 2019 auf 2020, haben ja ganz viele Leute gesagt, ja, das sind jetzt die nächsten 20er Jahre, die Roaring Twenties, die 1920er Jahre, also vor 100 Jahren, hatten ja schon auch eine gewisse Bedeutung, jedenfalls in der Rückschau. Da ist die Welt irgendwie nochmal ein bisschen lebendiger und bunter geworden. Nicht überall natürlich, aber ich glaube in Berlin besonders. Und da war ja die Spekulation, ob das jetzt 100 Jahre später, also bei 2020, auch wieder so sein wird. Ich habe diese Spekulation ehrlich gesagt nie begriffen. Warum sollte sich alle 100 Jahre ein Lebensrhythmus wiederholen? Ich sehe da jetzt keine Veranlassung, aber gut. Es werden ja manchmal so Ideen geboren und machen viele mit. Und naja, jedenfalls gibt es da jetzt auch einen Podcast zu, der heißt die Neuen 20er, neue20er.de. Und der Dirk oder hier in der Beschreibung heißt es, die 29er Jahre beginnen und Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt sprechen einmal im Monat über das wilde, goldene und düstere der neuen Zeit. Da hat sich dann noch einer reingeschlichen, Scientist for Future Podcast. Mhm. Wo kommt der her? Das ist mir unlängst untergekommen. Genau, und zwar haben die Scientists for Future jetzt
einen Podcast. Es gibt bisher eine Folge und zwar mit dem Initiator der Scientists for Future, Dr. Gregor Hagedorn. Ich fand die Folge sehr, sehr spannend halt auch gemacht, weil er halt auch wirklich so Tatsachen auf den Tisch und so ist es, ne? Und wenn alle Länder jetzt so handeln würden wie Deutschland konkret, dann wären wir bei 4 bis 5 Grad Erderwärmung und dass da jetzt einfach auch mal was passieren muss. Ich bin schon sehr gespannt, was jetzt dann halt an nächsten Folgen dann auch nachkommen wird. Den Scientists for Future Podcast findet man unter S4F, also Siegfried, Zahl 4, Friedrich-Podcast.de, also S4F-Podcast.de. Okay, Siegfried, Zahl 4, alles ausgeschrieben in kleinen Buchstaben. Nein, aber genau S und F kommen halt über S, Mikrofon ja. Halt immer ganz blöd. Ganz verflecht, genau. Ja. Auf Kekfe so. Gegessen? Welfe Kekfe. Welfe Kekfe, genau. Ach, Kekse könnte ich auch mal wieder backen. Oder ist überhaupt das? Mal backen. Ah, guck mal, wir werden hier, also das ist eine sehr anregende Geschichte hier. Ja, vielen Dank für den vielen Dank für den mitgebrachten Setzling, Scientist for Future. Ja, da ist dann die Zukunft auch drin. Damit sind wir da durch und ich danke nochmal dem Dirk Prims und ach so, wollte ich nochmal sagen, ich bin selber nicht in der Lage, wahrscheinlich auch in näherer Zukunft, die Augen so weit offen zu halten, dass ich vielleicht neue Setzlinge finde. Wir nehmen gerne weitere Hinweise von Hörerinnen und Hörern an. Also wenn euch irgendwo was Neues auffällt und das ja, würde als Setzling passen, kurzer Hinweis an den Sendegarten, dann können wir das hier nennen. Also das ist doch eigentlich immer eine schöne Rubrik und es soll nicht daran scheitern, nur weil ich jetzt mal gerade ein bisschen mit anderen Sachen beladen bin, dass ich das eben nicht machen kann. Wäre ja schade drum. So, und kommen wir zu den Blütenschätzen. Das sind die Dinge, die uns in der letzten Zeit irgendwie besonders aufgefallen sind, die uns irgendwie angeregt haben, zum Lachen, zum Weinen oder was auch immer zum Nachdenken gebracht haben. Das kann ein Podcast sein, muss aber nicht. Es gibt ja genug andere Dinge, die einen vielleicht auch irgendwie beeinflussen können. Und ich weiß von unserem Gast, vom Kai, dass er einen Blütenschatz mitgebracht hat. Erzähl uns doch bitte davon. Genau. Ich hatte jetzt gedacht, ich komme noch mit einer sensationellen Neuigkeit. Du hattest aber eben den Podcast schon erwähnt, den ich hier erwähnen möchte. No. Und zwar den neuen, ist ja nicht schlimm, den Scheiße gebaut Podcast. Da hat mir in der aktuellen Folge der von der Jugendrichterin Maria beschriebene Fall, also sie bringt ja in jeder Folge einen Fall mit und hat den, der sie eigentlich sehr geprägt und bewegt hat, vorgestellt und der auf ihrer Liste, ihrer Themenliste quasi automatisch und als erster dabei war. Der Name ist natürlich verfremdet und in dem Fall heißt er Kevin und die Geschichte, was so wie sich seine Geschichte entwickelt hat, welche Hintergründe er hat und so fand ich sehr bewegend und auch, wie sie quasi eher zufällig eine Frage gestellt hat, die dann aber den weiteren Verlauf ganz gut beeinflusst hat. Es war eine sehr schöne und eine sehr rührende Geschichte, kann ich also sehr empfehlen. Prima, du bist ein Ohrenzeuge sozusagen. Wir haben den letztes Mal einfach nur so vorgestellt, weil der Dirk den reingereicht hatte, aber jetzt haben wir sogar einen Ohrenzeug, also einen echten, also Dirk hat den natürlich auch gehört, aber du hast es jetzt in eigenen Worten dargestellt. Super. Klingt wirklich, wirklich spannend. Muss ich da unbedingt mal reinhören. Kriege ich mal so wenig Zeit im Moment. Das ist echt doof. Das ist doof. Will das anders haben. Mann. Naja, gut. Sebastian, hast du was als Blütenschatz? Nee, ich glaube, ich muss passen. Okay, Studio Link in der Bezahlversion ist ein Blütenschatz. Das Feedback dazu, ja, das ist. Ah, okay, ist doch schön. Das Feedback zum neuen Angebot. Das ist schön, dass sie das so positiv stimmt. Gut. Freut mich zu hören. Claudia, hast du was? Schwierig. Ich habe jetzt in letzter Zeit primär englischsprachige
Creative Writing Podcasts durchgehört. Ich hatte eine Folge tatsächlich dazwischen, die bei mir recht nachhaltig hängen geblieben ist. Und zwar vom Anno Punkt 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 Podcast von dem Philipp Jansen gab es eine Folge. Ich bin da ein paar Folgen zurück, also ich bin jetzt nicht ganz auf Stand. Die ist schon einen Ticken her, vom 11. Dezember 2019. Und zwar geht es der Titel ist Das Deutsche Panzermuseum Stahl in Multiperspektive mit dem Ralf Daas, dem Direktor des Deutschen Panzermuseums. Es geht aber primär darum, halt auch, wie man Museum begreifbar und erlebbar macht. Und die haben da halt sehr spannendes Projekt eben gestartet, wo Menschen tatsächlich halt mit Situationen und so weiter dann halt konfrontiert werden und das Ganze halt nicht nur darum geht, dass man sich eben Kriegswaffen anschaut, ja, mit denen halt Menschen umgebracht werden können, sondern es geht halt auch primär darum, ja, halt so die nächsten Ebenen davon auch erlebbar zu machen, ne? Also so, dass das eben nicht alles toll und verherrlichend und so weiter ist, sondern eben auch die Folgen davon, wenn die Dinge eingesetzt werden. Und das sind so ein paar Stellen da drin, die bei mir im Kopf irgendwie immer noch nachwirken. Und ich halt auch sehr, sehr spannend finde, eben diese selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Thema fand ich durchaus berührend. Ja. Schön. Also es ist jetzt nicht so eine fröhliche Dingens, aber es ist halt, wie gesagt, diese selbstkritische Auseinandersetzung mit dem ganzen Themenbereich und mit Krieg, finde ich halt schon sehr, sehr schön zu sehen, dass eben genau die Stellen, die diese Kriegswaffen letztendlich auch herzeigen, dass die sich selber so kritisch damit auseinandersetzen, fand ich gut zu sehen. Ja, das ist sicher auch hörenswert. Ja, schön. Dankeschön. Ich habe etwas mitgebracht, was mich beeindruckt hat. Das ist kein Hobby-Podcast, sondern ein Profi-Podcast. Und zwar ist das vom Heise Verlag, die Auslegungssache. Die reden neuerdings auch über Rechtsthemen dort. Das ist der Datenschutz-Podcast des CT-Magazins. Und da ich mich gerade versuche, so mit Druck nochmal ganz tief in Datenschutzthemen reinzunörden, nutze ich jede Gelegenheit, wenn ich irgendwie einen Rechtsanwalt oder jemanden darüber reden höre und versuche abzugleichen, ob ich schon dem komplett folgen kann, was er so erzählt, oder ob ich schon noch irgendwas vergessen habe oder übersehen habe oder so. Dazu zählen auch die aussätzigen Zauberer zum Beispiel, die zwei oder drei, manchmal sind es zwei, manchmal drei, die sich auch dem Datenschutz verschrieben haben, dem Datenschutz-Podcast von Claudia natürlich. Aber hier in der Auslegungssache Nummer Episode 7, Folgen eines Datenlecks, wird der Buchbinderfall. Das ist ein Buchbinder, ist ein Auto und Verleiher. Wird aufgearbeitet sozusagen. Die Geschichte dahinter ist, es gibt eine relativ große Datei. Ich glaube, die haben gesagt 800 Gigabyte oder so. Das ist eigentlich eine Backup-Datei aller Buchungsvorgänge von 2003 oder so, also relativ lange zurückliegend. Natürlich, ein Backup ist natürlich auch, ne? Also da sammelt sich einiges so an. Und das ist leider durch eine nicht ordnungsgemäße Absicherung quasi offen im Internet gestanden. Und jeder hätte darauf oder hat darauf zugreifen können. Und die nehmen halt genau diesen Fall, um nochmal sozusagen alles datenschutzrechtlich Relevante so durchzudeklinieren. Das sagt dann der Rechtsanwalt und Notar von Heise. Der Name ist schon wieder verdammt. Wie heißt er denn jetzt? Der bärtige Mensch. Ich habe ihn mir nie gemerkt. Das ist ja das Problem bei mir mit Namen. Gar nicht. Jörg Heidrich, meine Güte. Tausendmal schon
also Jörg Heidrich dekliniert das alles nochmal durch. So. Und das ist also ein schöner Beispielfall, um sich überhaupt mal bewusst zu machen, was hat es denn da eigentlich mit auf sich so? Was ist denn das Problem und was muss man aus juristischer Perspektive, aus rechtlicher, aus technischer Perspektive alles so beachten? Und was droht da nun auch für Unheil für den Verantwortlichen, der da offenbar das aufs falsche Pferd gesetzt hat? Also es ist quasi der Dienstleister, der da irgendwie der Zugriff sollte natürlich eigentlich durch ein entsprechendes Berechtigungsprofil oder sowas geschützt sein. Das hat der Dienstleister irgendwie verbockt, aber die Tatsache, dass da so alte Daten drin sind, wo vielleicht gar keine Rechtsgrundlage für deren Speicherung mehr existiert, das ist natürlich eine Frage des Verantwortlichen selber und das puzzelt die da alles sehr schön auseinander. Also wer sich mit Datenschutz beschäftigt und da einfach mal so ein Ding braucht, wo man auch mal anderen Leuten sagen kann, guck mal, das ist ein schönes Beispiel, das man vielleicht auch für Schulungen benutzen kann. Ich überlege auch, ob man das vielleicht dafür einsetzen kann. Das Ding hat mich ziemlich beeindruckt, wie sie das da aufgedröselt haben. Das war gut. Deswegen, das ist mein Blütenschatz diesmal. Okidoki, ja, damit sind wir durch. Chat hätte noch eins. Im Chat hätte man noch was. Was haben wir denn? Der Chat hätte noch eins. Da brauche ich aber gerade gleich mal Hilfe, um welchen Podcast es sich da genau handelt, weil ich nämlich die Folge tatsächlich nicht kenne. Du kennst was im Internet nicht. Worum geht's denn? Also wirklich. Proton Conny schreibt, mein Blütenschatz wäre die Nixdorf-Museumsfolgen von Martin und Lars. War einfach toll, meinen eigenen Besuch zu reerleben. Und darauf gibt es gleich mehrere Bekundungen, dass es eine ganz grandiose Folge war und dass das Museum auch ganz grandios ist. Und als wäre ich selbst dabei gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich wäre dort gewesen nach der Folge. Ach, wie nett, ihr seid ja süß. Dankeschön. Super, so viele nette Sachen. Radio Mono ist das. Wir waren ja inzwischen dreimal jetzt im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Dreimal oder viermal? Nee, dreimal. Und der Link kommt auch gerade in den Chat. Ganz herzlichen Dank. Das war ja die letzte, genau, das haben wir das war eine Sonderausstellung. Also das Heinz-Nixdorf-Museumsforum hat 3 Etagen. Die ersten 2 sind die Computerausstellung, die immer da ist. Und die 3. ist eine Wechselausstellung, die 3. Etage. Und beim ersten Besuch, als Lars und ich da waren, haben wir gesagt, wir gucken uns das Heinz-Nixdorf-Museumsforum an. Und nach 3 Stunden, glaube ich, waren wir noch nicht mal durch die erste Etage ganz durch, weil wir uns an allen Sachen irgendwie komplett verquasselt haben. Und guck mal hier und guck mal da und ach, ist das nicht toll und das funktioniert doch so und so. Wie geht das denn wohl? Und also das war sehr witzig. Und dann waren wir nach 3 Stunden fix und fertig und haben gesagt, nee, komm, die 2. Etage schaffen wir nicht mehr. Sind dann ein paar Wochen oder Monate später in die 2. Etage. Und als jetzt diese Sonderausstellung war zu Apollo, also Aufbruch ins All, da haben wir uns dann die 3. Etage auch noch vorgenommen. Eine relativ überschaubare Fläche, aber toll aufbereitet mit vielen wirklich beeindruckenden Exponaten. Und das war richtig, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass euch das so gefällt. Herrlich, danke. Auch im Namen von Lars. Ich glaube, es wird ihm auch gefallen, das hier gehört zu haben. Naja. Du, ja, fein. Genau, also auch Hörerinnen und Hörer dürfen gerne einen Blütenschatz reinwerfen. Natürlich, gar keine Frage. Hörerblütenschatz hatten wir, glaube ich, schon mal. Mhm. Nicht anfassen. Nicht anfassen, okay. Ja, aber damit sind wir durch mit dem Sendegarten für heute. Ich mache noch eben eine Notiz. So, da. So. Und am Ende ist immer Danken angesagt. Und vor allen Dingen geht der Dank an unseren lieben Gast, den Kai. Der ist jetzt ein bisschen still geworden, aber ich hatte dich gefragt nach dem Blütenschatz. Genau, du hast ja gesagt. Ja, alles gut. Scheiße gebaut, genau. Du hast ja Scheiße gebaut mitgebracht. Wenn man das geschickt schneidet, kann man das Sinn entstellen, genau. Das ist immer gefährlich, solche Sachen. Ja, danke schön, dass du da gewesen bist und ich freue mich sehr, dass deine Motivation nicht gelitten hat, sondern dass für das Podcast-Land oder auch das Video-Podcast-Land neue Ideen und Vorhaben im Petto hast. Sehr schön. Danke.
das Bild, was ich gerade gesehen habe von diesem Hühnchen mit dem komischen Namen, den ich schon wieder vergessen habe, das sah so lecker aus, dass ich tatsächlich, also ich muss, glaube ich, doch mal was versuchen. Vielleicht kann man ja sogar einen, es gibt doch so Filme, die nur die Menschen zeigen, die sich andere Filme angucken, ne? React oder was? React, Martin Rützler, genau. Reacts to React Butter Chicken. Genau, ich nehme auf, wie ich das koche, was du mir erzählst, während ich es koche. Würde ich mir ansehen. Das wäre bestimmt sehr gut. Nee, die Küche ist ja nicht aufgeräumt, das wird ja höchstens ein Audioangebot. Ah, ich räume auch nicht vorher auf. Ich könnte mich höchstens irgendwo einbieten. Das Problem kenne ich. Nee, da müsste ich mich auch noch anständig anziehen. Nee. Wir können auch eine Sonderedition machen, wo ich live mit dir spreche, während du das versuchst. Genau. Ich dich über Telefon anleite. Das rote oder das blaue Messer? Das rote oder das blaue Messer? Nimm das blaue. Nein, doch lieber das rote. Wenn grüne Flammen aus dem Backofen schlagen, dann ist das falsch gelaufen. Dann gibt es morgen schlechtes Wetter. Ja, also ganz herzlichen Dank, dass du dich hier mit uns auf die Gartenbank gesetzt hast und so schön von deinem Podcast erzählt hast und von deinem Angebot, von deinen Angeboten, von deinem Imperium erzählt hast. Ich habe doch gerade noch hier Grüße an Kai gelesen. Ich habe noch ein Glas Pflaumenmus von Detlef vom nächsten Podstock essen, Fragezeichen. Ja, gerne. Warum nicht? Der Detlef hat mir auch mal ein Glas zugeschickt. Das war ein Familienrezept, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und eine sehr aufwendige Zubereitungsweise. Und da sage ich absolut nicht nein, wenn das noch da ist. Ja, offenbar. Kommt zum nächsten Podstock mit. Und der Brombeerfalter fragt allen Ernstes, beim Podstock wird auch gegessen? Ich hatte ja keine Ahnung. Ja. Ironie-Tag. Ja, den brauche ich schon gar nicht, glaube ich. Das ist, wird aus der Sprache schon deutlich. Wenn man sich das mit seiner Stimme vorliest, dann versteht man sofort. Genau, sowieso. Herrlich. Aber der Sendegarten wäre natürlich nicht rund, wenn nicht auch die Sendegärtnerinnen Sebastian und Claudia mit dabei gewesen wären. Ganz herzlichen Dank an euch. Mal wieder gerne. Dankeschön. Ja, und nächste Woche oder nächste Ausgabe in 14 Tagen, da werdet ihr ganz viel von Sebastian hören. Wir lassen ihn ganz viel reden. Also ich versuche es jedenfalls. Nee, keine Angst. Wird bestimmt lustig. Und es wäre auch nicht Sendegarten, wenn wir nicht so nette Menschen im Chat hätten, die uns die ganze Zeit hier Sachen reinwerfen und vor allen Dingen live zuhören und denen, also quasi schon, also so die Vorkoster für die Menschen, die hinterher das aus der Konserve essen. Wenn wir hier jetzt Gift angerührt hätten, dann hättet ihr das gemerkt und dann hätten wir das Glas aus der Konserve rausgelassen, weil wir ja nur gesunde Lebensmittel unter das Volk bringen wollen. Danke euch, die ihr hier zugehört und mitgemacht habt. Vielen Dank. Und natürlich denjenigen, die das Podcast-Angebot so nutzen, wie das Spaghetti Monster es geschaffen hat, als es damals bei der Ödnis der Welt gesagt hat, am dritten Tage werde ich Podcast erfinden. Da hat es ja gesagt, es ist ein zeitsouveränes Medium und jeder darf es hören, wann immer er oder sie dafür Zeit und Lust hat. Zeitsouverän, themensouverän. Man kann auch einfach abschalten, wenn man keinen Bock hat weiterzuhören. Aber wer bis hierhin durchgehalten hat, der hat natürlich auch gezeigt, dass er schon Lust hatte, diesen Sendegarten zu hören. Und dafür auch an der Konserve. Ganz herzlichen Dank. Und damit sind wir durch. Ich habe allen gedankt. Wir danken dem Lars, der ist, glaube ich, gerade im Chat aufgetaucht. Zumindest winken wir einmal rüber. Hallo Lars. Und dann sage ich einfach nur, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal und kommt gut in die Nacht. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.